Der Schrecken findet kein Ende. Hier bei Resident Evil 2. Wir werden, ja, es ist der Cold Opener. Wir werden Claire B. anfangen. Ein neues Abenteuer steht bevor mit einer Dame. Wie sie sich wehren wird, das werden wir gleich sehen. Wahrscheinlich genauso wie die alle anderen. Ne? Gleichberechtigung. Die alle kriegen dieselbe Waffe. Das gucken wir uns jetzt an. Gregor, du machst mir Angst, wenn du so aussiehst. Fühlt sich an wie ein Leichensack ein bisschen. Ein bisschen, ja, das ist schon mal die Vorstufe. Der Fabian ist leider auch nicht da. Alles ist anders heute. Was machen wir nur? Wir sehen's gleich. Da sind wir. Das ist mein Lieblingskommentar gerade. Ja. Kein Fabian, trauriger Smiley. Dafür Gregor, trauriger Smiley. Vielen Dank, das Leute. Worst of both worlds. Schön, dass ihr euren Montagabend mit uns verbringen wollt und schön, dass wir mit euch den verbringen können. Exakt so. Ich freue mich auch. Das ist echt geil. Ich habe gestern nämlich wirklich auch angefangen gerade zu Hause mit dem Originalspiel. Also ich wollte ja natürlich nichts vorwegnehmen, aber ich dachte mir, gut, wir haben hier jetzt mit Leon gespielt. Ja, mit Leon gespielt. Ich meine, die Location an sich ist ja ähnlich, dann verlaufen wir uns nicht so oft und ich raff vielleicht auch das Schießen. Mhm. Weißt du übrigens, dass man in den Mund schießen muss, damit der Kopf explodiert? Wirklich? Weißt du jetzt. So, aber der geht nur, wenn er grölt. Ne? Normalerweise was anderes. Ja. Gut. Ja. Jetzt vermisse ich Fabian schon. Ne? Schon. stell dir vor, weißt du, für solche Fälle, also Fabian, wir wollen es dich natürlich auch gerne wieder hierher wünschen. Natürlich. Das passt beim nächsten Mal. Wir lassen uns schon einen Pappaufsteller drucken von Fabian. Einfach schon in der permanenten. In dieser facepalmierenden Fassung. Facepalmierenden Picard-Fassung-Version. Ja, da bin ich voll für. Mit so einem Knopf, der immer so random trockene Sprüche von Fabian macht. So, oh, ist echt besser gekonnt. Oh, ich laufe. Ja, ich vermisse den Fabian schon. Ich finde, er gehört zu, wir haben ja früher Schrecksekunden gemacht. Insofern gehört er zu der Konstellation sehr dazu. Und ich finde es schade, dass er heute nicht da ist. Wir werden da auf jeden Fall nochmal meckern. Jo. Ich habe zu Hause gespielt und direkt bis 6 Uhr morgens gespielt. Oh, 4,5 Stunden. Ist geil, ne? Habe ich wirklich am Stück bis Mr. X, bis man mit Cherry spielt, bis man dann, sage ich mal, aus der Station zum zweiten Mal fast raus ist. Mhm. Also, ich bin mega vorbereitet jetzt für den zweiten Durchgang. Der soll ja anders sein. Haben wir gehört, ein bisschen anders. Du hast gerade gesagt, du hast gehört, er soll gar nicht so richtig anders sein. Das, was man im Flurfunk da immer hört, irgendwie, es soll auf jeden Fall nicht so unterschiedlich sein wie beim Original Resident Evil 2, weil die ja doch sehr ineinander gegriffen haben. Hier soll es wahrscheinlich mehr nur ein Labeling sein, aber das können wir wahrscheinlich erst beurteilen, wenn wir es dann durch haben. Wir haben heute eine echt lange Session. Ne? Okay, 2,5 Stunden. Mal gucken, wie viel wir hinbekommen. Ich fand es jedenfalls interessant, dass die Geschichte von Claire schon mal deutlich anders ist, auch im A-Adventure sozusagen, als die von Leon. Also, es waren schon sehr viele Unterschiede da. So, neues Spiel wird gemacht. Und nein, auf gar keinen Fall wählen wir Veteran. Ich habe es gestern probiert, der erste Zombie. Ich bin 4, 5 Mal gestorben. Ich bin wirklich, es war aus der Hölle. Dann habe ich mir überlegt, dieser eine Zombie war für dich ein Problem. Mhm. Willst du wirklich, du weißt, was im Spiel wartet, willst du mit jedem Zombie so hadern? Nein. Es ist sehr interessant, also auch toll, nicht nur, wie ihr zugeschaut habt, sondern auch das Feedback, was gekommen ist, dann inklusive, wir freuen uns natürlich auch über die ganzen, ey, ich habe das auf Veteran easy durchgespielt. Ja, natürlich. Macht das auch. Ihr seid die krassesten. Das wissen wir doch. So krass sind wir nicht. Yeah, I'm almost there. So krass sind wir nicht. Gehen wir auch gerne zu, oder? I'll be back as soon as I find Chris. Why does everyone think I'm gonna get in trouble? What the? Get down! Come on! What the hell is going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Okay? I'm all right. How about you? Can't stay here. It's not safe. Go on ahead. I'll meet you at the station. Okay. Mhm. Der hat übrigens so einen ganz furchtbaren Revolver. Ich habe ihn als Veteran, wie gesagt, ausprobiert und sie hat am Anfang so einen 5-Schüsse, der furchtbar nervig ist, weil der eben sofort nachlädt. Und das Nachladen dauert auch noch lange. Sehr, sehr unangenehme Waffe. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Was auf Veteran wirklich nervig ist noch. Ich hab die Wesker-Knarre als DLC oder so irgendwie also gehabt, weil ich die Deluxe Edition hatte. Samurai S. Genau. Ja. Und die ist echt gut.
Gerade hier kann ich die sehr empfehlen. Das ist schon jetzt stark also reduziert. Verkürztes Intro. Ja. Leon, I'm sure you beat me here. Das ist die Rückseite vom Polizeirevier oder was soll das sein? Ich kenne das alles jetzt auch nicht, aber ich denke ja. Ja. Da haben sie noch versucht, einen Rest Zivilisation zu bewahren. Es ist schon eine andere Location, das ist ja schon mal etwas. Ich bin gespannt, ich erwarte schon andere Locations, vielleicht eben auch andere Gegner noch, vielleicht eine Spinne oder so oder ein Wurm oder irgendwas. Das ist der Untergang hier, Brad Wickers. Ach du Scheiße, du hast recht. Der Untergang. Diesmal ohne ihn. Oh, geht's hier sogar noch? Das ist ja geil. Ich wette, da ist der dahinter oder so. Ja. Wenn man später die... Entschuldigung, haben Sie was erfüllt? Er ist auch nur echt mit der goldenen Rettungsweste. Ja. Dann erkennt man ihn. We're all gonna die. Und mir ist zu Hause aufgefallen, auch beim Kampf gegen Mr. X, wir sind ja mehr oder weniger abgehauen immer. Mhm. Und haben ihn dadurch natürlich ständig hinter uns hergelockt. Wie so ein Rattenschwanz. Und wenn man aber, so wie es eigentlich gedacht ist, nur leise ganz langsam durchs Gebäude läuft und du hörst ihn immer so pam, pam, pam. Mhm. Und dann wird er so leise. Und dann hörst du erst weiter weg und dann kannst du wieder laufen. Und dann kommt ein Zombie, du schießt, du kämpfst mit ihm, er schreit, du machst einen Granatwerfer oder was auch immer. Und dann hörst du pam, 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 wie er schon wieder kommt. Ne? Und der läuft die ganze Zeit rum und du musst eigentlich mega geil vor dem weglaufen. So gut gelöst, ich habe erst richtig zu Hause alleine für mich gerafft, wie dieser Moment gespielt werden soll. Ich habe auch den Fehler gemacht, ihn direkt am Anfang zu triggern. Mhm. Und dann hast du halt ziemlich viel im Haus noch zu lösen. Das ist natürlich arschig, während er am Ende ist. Ey, eine Atmo wie kein anderes Spiel. Ich schwör's dir, so geil habe ich das noch nirgendwo gesehen. Freue mich so auf Nemesis. Okay, sehr viel übersprungen gerade. Und zeitlich auch anders. Ja. Das passiert hier eigentlich erst. Claire! Hold on! I'll be right there! Okay! Die Cutscene haben wir schon mal gesehen von Leons Seite aus, ne? Ja. Claire. It's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. Mm. But how are you doing? You know, just surviving. Leuten da rum, ne? Ja. Sollte er nicht auch sein RPD-Zeug anhaben da? Hab ich gewechselt. Damit man was anderes macht. Okay. I'm sure we're gonna find him. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Dinner für Spinner, ey. Was soll das? Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. Die Zombies kommen. Lass uns doch 5 Sätze wechseln, bitte. You need to go. Yeah. Now. Das macht mich immer nervös, hört doch auf. Und dann läuft so ganz gelassen. Dreh dich um. Da kommt Zombie auf dich zu. Ah, ja? Denkst du auch? Er hört dich auch, wenn du mit dem Kopf zu ihm abgewendet bist. Ja, Mann! Macht mich in all diesen Filmen immer. Ja, und jetzt muss ich damit. Ja, danke. Toll, vielen Dank, Katzin, Claire. Boah, Alter. Also, eventuell ist das B-Game ja wirklich so ein verkürztes Ding, ne? Dass es immer zu bestimmten Szenen springt und dann die andere Seite beleuchtet oder so, ne? Finde ich sehr interessant, ja, wie das hier gelöst wird. Netter Ansatz, jetzt habe ich den Bolzenschneider, jetzt kann ich hier schon, okay, dann kann ich hier schon durch. Red, bist du das? Ja, ich kann mir vorstellen, dass jetzt Red noch nicht kommt. Das wäre falsch, oder? Was meinst du? Endlich. Den meinst du hier? Nee, ich habe diese Waffe, die ich jetzt habe, ist scheiße. Und die Quick Draw ist zumindest... Ja, hat zumindest, kann sie schneller. Das ist natürlich auch nicht, ob die Zombos jetzt. Oh, Rufschlüssel. Ob die reinkommen? Ob die reinkommen hier oder nicht. Nimm doch bitte den ganzen Kram. Ja. Sind das Granaten oder was liegt da? Nein, ne? Das ist Funkgerät. Erst zumindest mal, also ich glaube, die Klamotten wären besser. Also, oder so. Guck mal, die hat zwar eine schicke Lederjacke an, ne? Aber sagen wir mal, mach dir mal 3 Rollenkragenpullis drüber. Das sind 3 Lagen, wo die Zombies durchpassen müssen. Ja, und man sieht sie oft genug, wenn sie stirbt. Also sie reißen ja aus dem Hals. Direkt so ein... Ah! Nope. Da kommt er. Warum haben sie von mir gebaut? Hat jemand hier was bestellt? Oh, das ist Chrissy Boy, ne? Ah, da ist eine echte Handgranate. Oh, noch sehr limitierter Platz hier. Ja, das ist krass. Die Granate würde ich eigentlich gar nicht ungern nehmen. Du kannst aber die Kräuter mischen schon mal, oder? Nee, da kann ich nichts mischen. Also kann ich aber bedienen. Nehmen beide Waffen die gleiche Munition oder was ist das? Ich denke ja, hier. Quick Draw 45, 9 mm, okay. Und die Schuss, die du hast, sind? Das ist 9 mm oder?
Das hier ist 9mm und das unten 5. Und die, die du bekommen die hast? Die sind 45, also für die hier. Sollte man die dann eher verstauen, ne? Kann ich später immer noch verballern. Kannst ja gucken, je nachdem, ja. Guck, was das mache ich nur für dich, Fabio. Ja, in deinem Sinne. Moment, ne? Ist Fabian Japaner? Oder ist er von wo? Liest er seine Sachen? Immer, er liest von rechts nach links. Ne? Ja, das ist einfach okay. So ein Fabian-Weg, was effizienter ist. Wenn man sehr klug ist, wenn man sich das normale Leben schwieriger machen muss, weil man sonst sich langweilt. Ja, Fabian wechselt mal von links nach rechts lesen und andersrum einfach, wo mehr Text steht. Ja, der kann, dann der ist kann er links fertig. Wie rechts. Ja. Er ist ja links wie rechts Leser. So, den lassen wir. Oder wir versuchen mit keinem zu kämpfen, wenn es nicht notwendig ist. Ja, wenn es nicht notwendig ist, ist kein Problem. Kannst du mal auf die Map gehen? Einfach nur, die müssten jetzt eigentlich zucken. Guck mal, also das ist der Eingangsbereich. Items ja, und jetzt hier ist nicht. Hier Hof. Okay, wahrscheinlich da geradeaus. Ich will ihn da aber erstmal hinlocken. Ja. Oh, dass er, wenn er reinfallen kann. Glaubst du, das geht? Das wäre mega lustig, wenn es geht. Das geht sicher nicht. Aber das wäre toll. Wichtig ist, dass er erstmal in einem größeren Areal hier kommt. Der liegt, es sieht aus, als würde da was liegen. Das Papier, ne? Komm jetzt. Das größte Opfer ist doch hier die Umwelt. Stimmt. Aber dafür die ganzen verrottenen Leichen sind prima Dünger, wie ich gerade in Walking Dead festgestellt habe. Oh, hier heute ist Zombie-Tag auch. Hier wachsen keine Pflanzen mehr. Ich leg mich hier hin. Und vergesse ein bisschen. Ich wäre guter Dünger. Wenn ihr denkt im Leben, ihr habt nichts geschafft. Dünger immer. Könnt ihr immer sein. Dünger seid ihr auf jeden Fall. Also das kann euch keiner nehmen. Ihr seid immer Dünger. Wenn ihr irgendwann... Resident Evil-Verfilmung mit Jim Carrey dann Dumm und Dünger. Dumm und Dünger. Shit, und ich hab nie meine Lampe. Okay, ich wollte hast das du nicht. Deine Grenade? Hast du die nicht? Nein, die will ich jetzt nicht nutzen. Konntest du auch gar nicht. Ich konnte sie auch nicht nutzen, ja. Vom Rücken bist du wahrscheinlich oder so, ne? Also ohne Lampe ist es schwer, weil wir haben hier natürlich... Ist das der Schlüssel? Also wir haben hier Lampen, die uns anstrahlen und wir sehen leider nicht so viel jetzt vom Bild. Aber gut, es wird schon. Ja, wir mussten es ein bisschen natürlich, damit ihr mehr sehen könnt. Genau. Kannst schon wegwerfen, ne? Wird auch. So, wegwerfen. Nein, habe ich nicht. Hast du nicht, okay. Ich hab mir überlegt, ob es nicht auch irgendwas gibt, wenn man... Das ist ein Brett? Ja, voll. Ob es nicht irgendwas gibt, wenn man alle Items, die man wegwerfen könnte, behält. Es gibt ja so viele Achievements. Gibt ja auch ich welche, war immer dafür, die Dinger zu behalten, aber nein, Fabian, weg damit. Ja, es ist zu spät. Dabei eigentlich würde ich bei Fabian am ehesten davon ausgehen, dass er sie behalten will. Wirf die Schlüssel. Ja, dachte ich auch. Wirf die Schlüssel durch den Club hier die ganze Zeit. So ein Hausmeister mit so einem großen Ring. Er wirft die Schlüssel durch den Club und schreit. Bring die nachher aber wieder zurück, weil ich muss den Scheiß alles... Ich hab meine Schicht und mir ist ein Schlüssel ins Auge geflogen. Während wir Witze machten. Nein! So eine Kacke. Ich will immer nur an denen vorbeirennen. Die haben so einen letzten Schwung. So einen Sprung. Ja, die sind... Oh, nee. Und das war noch einer, okay. Trödeln ist hier nicht... Nee, man darf hier wirklich, man muss aufpassen bei dem, was man macht. Guck mal, aber die Sachen sind jetzt nicht geöffnet von Leon, theoretisch. Und du hast ja auch die Kneifzange. Also es ist nicht so, dass du exakt in das Spiel reingehst, wie Leon es dir hinterlassen hat. Das finde ich interessant. Da können wir nachher nochmal drüber reden, wenn wir die Details, die Änderungen bemerken. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Oh ja. Ich habe es bei meinem Run geschafft, bis auf ein Fenster alles zu vernageln und es hilft so viel mehr. Ja, gerade beim Zurückkehren haben wir gemerkt, ne? Wenn du dann einen Gang hast, wo da auf einmal alles voll Zombie-Strom ist. Es ist im Grunde Item-Management auf einer abstrakten Art. Weil eins von diesen Brettern. Eins von diesen Brettern und du sparst dir vielleicht 10 Schuss Munition. Und das ist halt sehr effektiv dann. Das Einzige, was mich nervt, sind immer noch diese ganzen verschlossenen Spinde, wo man dann immer noch das Passwort rausfinden muss. Die Frage wäre auch, sind die Passwörter gleich? Und immer, ja, stimmt. Schnell rein. Moment. Oh, ist schnell rein. Ah, der Crank. Ja, okay. Nicht schlecht. Da hinten. Ah, du hast aber keinen Platz mehr. Ah, ja. Kannst du es kombinieren gleich mit dem. Ach nee, du hast Schießpulver. Soll ich das? Du kannst es direkt kombinieren, theoretisch, ne? Aber nicht, wenn ich es nehme. Ich müsste wahrscheinlich. Doch, du kannst es nehmen und dann auf das Ding drauflegen. Okay, dann kannst du es kombinieren. Geh mal auf das. Echt so? Kombinieren! Ja. Fabian! Sag ich jetzt immer, wenn wir was Schönes, eine schöne Aktion in Resident Evil gemacht haben, sagen wir immer Fabian. Ja. Einfach damit er auch da ist. Hat er auch was von. So, ich gehe nochmal weiter, weil ich will nochmal gucken, was hier noch ist. Nee, ist nichts mehr. Die Karte ist blau. Oh, wie die rütteln auch am Fenster. Ja, und zwar, oh nein, oh, jetzt, nein. Oh nein. Aber er geht vor, er hat sich überlegt, er hat den Herd angelassen im Büro. Ja. Cool. Ich würde mir einen Herd ins Büro packen. Ich gehe doch nicht in die Küche für einen kleinen Snack.
Oder für einen Topf Spaghetti. Erstmal schauen, dass ich nicht von hinten. Da siehst du, da ist nämlich einer. Ja. War dieser Raum offen? Dieses kleine Eckchen, siehst du das? Da. Ja, ja, da ist was offen. Ich weiß nicht, ob der offen war, als wir mit Leon gespielt haben. Es sind einige, scheiße, keine Items mehr. Es gibt einige Dinge. Aber Muni. Die sich, Räume, die sich öffnen und ähnliches. Oh, shit. Oh. Alter, was ist denn das? Okay. Okay, jetzt habe ich gleich kurz Zeit. Alter, musst du jede Kugel einzeln da reinpacken. Wenn du wartest, ne, ist natürlich besser, wenn du wartest, bis das Fadenkreuz ganz zusammen wächst. Ich hätte auch gedacht, das ist ja so Critical Hit oder sowas, ne? Wie kann ich das überhaupt verkacken auf die Entfernung? Oh, warte mal, der war schon ungefällt. Okay, keine Waffe, um schnell nachzuladen, ne? Habe ich ein Messer? Nee, ich habe nur die Granate. Nee. Schade. Das kann ich jetzt immer noch nicht, ja, weil ich habe keinen Platz. Es wurde ja notiert. Das ist übrigens so toll, dieses System ist so genial gemacht. Ich finde, stopp. Mein Was Handy, dein Handy? Ah! Granate, deine Granate. Toll. Der war doch noch nicht tot. Ja, er lebt noch. So, cool women don't look at explosions. Exploding in heads. Zombies' mouth. Oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich auch wieder Inventarplatz. War's so beim PlayStation Resident Evil 2, wenn du mit Leon im A-Game Sachen genommen hast, waren dann Truhen leer? Also so, dass die Items weg waren für Claire zum Mitnehmen? Ich glaube, mich zu erinnern, dass man es gab die Uzi, und die konnte man da lassen oder man konnte sie nehmen. Also der, wenn man wusste, dass im Nachhinein sich das teilt, konnte man welche da lassen, ja. Und das war auch ganz cool, das war ein cooles Feature. Ich, kann ich eine Konferenz geben? Nee, ich dachte gerade, da ist einer an der. Ah, aber der hat Munition, kann ich haben. Ja, hab ich noch was? Besser Raum. Ja. Aha, und okay. Ja, eine Tür auf der Seite. Hm? Eine Tür auf der links von dir? Hast du es auf der Karte gesehen? Die ist zu. Oder beziehungsweise das nee, das ist die Toilette da. Auf der rechten Seite, meine ich von dir aus. Das hier, da gehen wir gleich hin. Ja. Zwar gehen wir nach links, aber ich habe ein bisschen Angst. Und er kann jetzt hier auch. Sie kann hier auch nicht die. Da steht er, da steht er. Wo? Da links, rechts, auf der rechten Seite gleich. Mann, ey. Ich weiß auch nicht. Entschuldigung, ich mach mal gerade mein Handy. Nicht, dass der Zombie das hört. Ja, das war auch mein erster Gedanke. So. Weißt du, ich wäre dafür, dass wir noch eine extra Funktion des PS4-Controller haben, die nicht ein eingebautes Mikrofon oder irgendwie sowas? Oder zumindest eine Funktion, dass du ein Headset reinpacken kannst. Da gab es auch Spiele, wo du still bleiben musst. Wenn du laute Geräusche machst, hören dich die Monster im Spiel. Ja. Ich kenne das auch von ein, zwei Spielen. Jetzt ist er tot, oder? Ja. Ich will die immer tot haben. Ich habe kein Messer. Du hast kein Messer, um zu testen, ne? Aber der hat nicht mehr viel Gesicht. Also Beißen mit Beißen wäre ja nicht so viel. Das habe ich auch gedacht. Aber die greifen dann sogar mit einem Arm, können die dich noch krapschen. Dass die keine Blutlache mehr haben. Ich habe alles versucht. Ne? Ich meinte, ey, lass doch einen Arm abschießen und dann mal gucken, ob die dich noch krapschen können, weil das wäre ja schon mal toll. Nee, könnte ich immer noch. Und sie kann sich immer noch nicht wehren. Einen einarmigen Zombie. Ah ja, das kleine Büro da vorne, ne? Hier links, ja, da ist auch noch was. Da ist auch noch einer, oder? Ja. Aber der kommt noch, vielleicht kommt er später. Oder nee, der müsste da schon tot liegen, wenn Leon schon zu dir gekommen ist. Nee, ach, der lebt, ja. Der lebt noch, wieder. Okay, da rein. Ah, doch, doch, jetzt. Na, er hat den. Das ist der. Ist die, jetzt die, endgültig, ne? Ich sterbe. Oh, ach so. Ja, da hätte ich jetzt nicht nochmal drauf schießen müssen. Ja, der hat ja schon. Eigentlich ist er schon halb tot. Ich dachte, das wäre ein Standard-Zombie, ja. Ausgerissene Seite, guck mal. Ist ja anders. Das ist anders. Ja, okay, hier sehen wir also, oh Mann, hier unten sehen wir die halbe nur. Da musst du, guck mal, wenn das Ding umgedreht ist, siehst du, dass die durchgedrückt sind irgendwie. Du weißt ja, du nimmst den Notizblock neben dem Schnurtelefon und dann raffelst du mit dem Bleistift drüber. Wir alle haben Detective-Filme gesehen. Ja, Rockford. Also, das Pärchen, die Waage. Ah, und das ist aber eigentlich. Was ist da durchgedruckt? Da hat sich nichts so. Man sieht es nicht. Durch das Blut ist irgendwie. Werden wir sehen, wenn es soweit ist. Ne? Wir sind ja noch nicht mal da. Und das ist auch schon offen. Warte mal. Ach, das ist die Hälfte von dem. Okay, das irritiert mich jetzt komplett, dass das auch hier schon offen ist. Das ist ja der nächste. Da ist das Safe Room um die Ecke. Und hier kannst du theoretisch Fenster verriegeln, ne? Ja. Warte, nicht, dass da noch einer ist. Zwei Fenster sogar. Ah, warte, sollte ich dann vorher. Also, sollst du das Brett schon mal holen? Ja, ich hole das Bett. Weil man aber sollte guck mal, auch hier ist auch ein Fenster, hier ist noch eins, ne? Ja, ja, ist
Am Ende muss ich sie alle. Oh, das gibt's doch nicht! So war. Oh ja, yeah, okay, jetzt ist er tot, ja. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Sein Maul hast du erwischt. Das macht einen fast wütend, wie viel die aushalten. Kann man sich nie sicher sein. Oh, geradeaus und dann links und dann die zweite rechts. Ja. Messer wäre jetzt gleich. Ein paar Taschen, um mehr Sachen zu schleppen. So, erstmal genau, erstmal irgendwo ankommen. Bisschen abspeichern, die Items verwalten. Also es müsste hier gleich ein Safe-Raum sein, wenn sich nichts geändert hat. Hier um die Ecke, oder? Ja, hier um die Ecke. Nicht, dass da jetzt hier auch noch einer steht. Hier rechts ist, glaube ich, auch und ein da ein Item, oder? Ne? Irgendwas hier. Ja. Na, geil, das haben sie so gelassen. Flame Rounds. Das heißt, wenn du jetzt schon so viel bekommst, dass du bald Granatwerfer hast, oder nicht? Könnte man annehmen. Ich hab leider keinen Platz für den ganzen Schmöker. Ja, geil. Da ist eine Kiste hinter dir, Kiste. Auf dem anderen Raum. Ich weiß es jetzt nicht. Doch da. Ja. Erstmal Licht. Mach schon mal Licht an. Ja, ich muss sie behalten, aber eigentlich würde ich gerne. Wann brauchen wir wohl? Wollen wir es erstmal hier lassen? Ja, ja das, das runde Ding war oben im Badezimmer, wo du. Wo dieser Dampf rausgekommen ist, im zweiten Stock. Genau, aber ob das hier noch ähnlich verwendet wird. Ich habe keine Ahnung. Ne? Also bisher, es wirkt zumindest, es ist nicht exakt die Seite, die. Also, weil du nimmst ja auch schon Sachen, die Leon eigentlich genommen haben sollte. Aber es wird trotzdem nicht gleich. Ich kann das momentan auch nicht so richtig einschätzen. Ein bisschen Schießpulver. Okay, hier ist auch noch was. Oh, toll, MP-Munition. Ah, das Elektroteil. Okay. Ja, geht dann jetzt kommst du damit wieder in die Haupthalle. Das ist ja auch versperrt damit der Sicherung. Übrigens, diese blauen Kräuter sind echt gut durch ihre Defense-Wirkung. Diesen Buff, den man bekommt, wenn man die nimmt. Ja. Blaues Kraut nicht nur Anti-Gift? Ich dachte, das Rote ist Buff. Ich bin mir nicht sicher, ob es rot und blau ist, was einen Buff gibt. Okay. Also es gibt auf jeden Fall, weiß gar nicht, es gibt für Gesundheit und es gibt Verteidigung. Und ich war echt beeindruckt. Wir haben es ja gesehen, dass wenn man, zumindest wenn wir die Dreierkräuter genommen haben, dass da unten auch noch so ein, unten rechts so ein kleines Schild-Icon gewesen ist. Ja, genau, und das meine ich. Und das hilft gerade in Bosskämpfen enorm, weil man eben auch mal einen Schwinger mitnehmen kann. So, jetzt speichern wir. Ja. Mach ruhig ein neues. Ach so. Ist das jetzt unser altes? Ist das unser altes? Ja, lass sie doch da. Die lassen wir? Okay. Ja. Oder nimm mal random zwischendurch immer kreuz und quer, damit Fabian auch in Abwesenheit. Das kann ich nicht machen. Irgendwo, er spürt es dann, ne? Genau, er ist irgendwo sitzt. Dreht sich in seinem Sarg nochmal um und so. Und zuckt einfach, weil er merkt, irgendwas ist unordentlich. Er zuckt normalerweise auch auf dem Klo. Also, ja, okay. Das ist nicht so der Unterschied. Okay. Nein. Oh, Beine hätte ich. Was sagst du denn zum Redesign von Claire? Das ist ja mittlerweile die 5. oder 6. Ausgabe. Ich finde, sie sieht super aus. Sie irgendwie, dieses, also, das, ich habe ein bisschen Angst, dass man mir das irgendwie vorwirft. Ich weiß nicht genau, warum, aber man weiß es nicht. Aber sie hat so latente, so ein bisschen breitere Hüfte. Sie hat so latente, leichte, minimale Reiterhosen, oder wie man es nennt. Was ich super finde, weil es ein einigermaßen authentischeres Bild darstellt. Du kannst jetzt, ja das alte Outfit hier wieder anziehen, direkt im Menü. Ne? Aber ich meine jetzt ja nicht ihr Outfit. Aber ich meine schon, der Charakter ihre Körperform ist ein bisschen realistischer als dieses Supermodel-eske, obwohl sie immer noch eine sehr hübsche Person ist. Mhm. Aber ein bisschen, also sie muss jetzt auch nicht so, weiß ich nicht, wie ein Metal Slug irgendwie, der Bauch geht über die Lappen und sie hat immer noch so ein halbes Schwein dabei. So muss es ja auch nicht sein. Aber nein. Ich meine, ja, ein bisschen breitere Hintern finde ich jetzt nicht verkehrt. Allgemein sehen die Personen hier proportionaler wie echte Charaktere aus, ne? Und nicht wie die Standardfiguren, die man vorgenommen hat. Bei Claire war es ja so, dass Schlimm ist es ja wirklich in Resident Evil 5 und 6. Resident Evil 5, dann absurd, ja. Ne? Aber na, wo sich Chris aus Versehen schon nachts auf die Steroidnadeln gelegt hat zum Schlafen. Ja. Nee, er hat so ein Fakir-Nadelkissen. Nur hat alles, alles Steroide. Legt er sich ab. Er legt ja, ja. Und morgens ist es Flying Uwe oder so. Einmal legt er sich drauf, morgen wacht auf als Flying Uwe. Das ist aber so. Die Haare sind weg. Ja, das ist nur noch halb so groß. Schwund ist immer. Und ein Nachteil ist, so. Der, ey, Vorsicht, ne, der hat gerade einen in MMA zusammengehauen. Da müsste ich war auch schon im UFC-Ring.
Ja. Im Ring, ein Foto machen im Ring. Nee, ich hab gegen den deutschen UFC-Kämpfer Dennis Siever gekämpft. Der hat dich wahrscheinlich gewinnen lassen, weil die ihr Spiel vermarkten wollen. Nee, er hat mich vermöbelt. Er hat mich nie mal gewinnen lassen, aber ich war im Ring. Das ist okay. Das will ich ja mal sagen. Das hast du dir auch verdient, glaube ich. So, wo gehen wir nun hin? Ist das so, ist Flying Uwe jetzt nicht der beste Kumpel von Gino? No? Ja, die beiden machen, die sind ja ähnlich. Und, ja, ich hab mir gedacht, du kennst doch noch Mad Max 3, Beyond Thunderdome. Ja. Weißt du, wo ich darauf hinaus will? Zwei Mann gehen rein, ein Mann geht raus. Ja, Master Blaster, ne? Das Gino ist unten der Hühner. Ich muss zugeben, ich fände das so ein Kampf auf Leben und Tod, fände ich schon reizvoll. Das finde ich ganz warum gut. Ist das hier rot, wenn wir doch alles eingesammelt haben? Neben der Treppe, das Item hast du, glaube ich. Scheiße. Hast du das mitgenommen da hinten? Muss ich vergessen haben in unseren lustigen Dialogen hier. Oh, neben der Treppe, meinst du? Also hier? Du meinst das links, das habe ich eingesammelt. Das hast du eingesammelt? Aber vielleicht liegt hier irgendwo noch was. Das muss, wir haben es ja nicht gesehen, das hattest du eingesammelt, ja? Ja. Zählt denn der... Kannst du die Fenster mal angucken? Vielleicht zählt das ja auch dann. Dass du die Fenster mal anguckst, auch wenn du keins hinpacken kannst. Naja, ich könnte mir eher vorstellen, dass wir... Nee, was haben wir vergessen? Was ist denn das? Geht das nicht auf hier? Warte mal, hier steckt da ein Messer an der Wand, glaube ich, ne? Guck mal, ob irgendwo hier neben der Tür noch ein Messer da steckt. Da, irgendwo links an der Wand oder irgendwo links rechts? Ein Messer in der Wand, okay. Wäre jetzt vielleicht mein Tipp. Ach ja, gut, man sieht aber auch echt nichts, ne? Könnte auch überall sein. Okay. Zählt das hier auch noch zum Raum? Nee, eigentlich nicht. Dann weiß ich auch nicht. Okay. Da ist die... Da ist es. Genau. Ach, da. Okay, cool. Weiß ich noch von Leon. Ein echtes Rambo-Messer. Das ist geil, dass ich das habe. Das mag ich. So, ich will ihn ausrüsten und die... Genau dran vorbei. Wir haben schon gesagt, wir mussten den Kontrast ein bisschen anders machen, nee, hier, damit genau. Ihr gucken könnt. Und, wir opfern. Wir geben unseren Skill. Das Wichtige ist, dass ihr sehen könnt. Ja. Bei der Geschichte bleiben wir jetzt. Ja, es ist alles. ihr seid schuld. Nein, alles wir für sind euch. Für euch. Machen wir das. Okay, das sieht wieder angenehmer aus. Wollen wir den Gang hier weiterlaufen, oder? Und gucken. Ja. Du hast ja jetzt die zweite Sicherung, das heißt, du kannst da auch in die Haupthalle wieder rein. Und dann auf die Claire-Diskussion kurz zurückzukommen. Ich meine, das letzte Mal, als wir sie gesehen haben, das war ja Revelations 2, wenn du dich noch erinnern kannst. Und da sah sie ja komplett anders. Da sah sie ja aus wie Tobey Maguire. Achso, die Toilette war es noch gar nicht hier, ne? Siehst du die weiße Tür? Falls die aufgeht. Sah wirklich aus wie Tobey Maguire in weiblich. Vorher sah sie bei Code Veronica immer noch ein bisschen aus wie die alte Claire. Es war irgendwie komisch, ja. Und jetzt haben sie wieder dieses Gesicht. Ein Spray. Er ist da immer. Ich hätte mal leicht dezent gesagt, wobei ist es auch ein bisschen Latina-esque, wirkt sie. Ja, sie hat auf jeden Fall Latino-Züge. So ganz dezent. Würde ich jetzt sagen. Also, ganz dezent, einfach so vom Typ her. Genau. Ein bisschen, ne? Finde ich alles, ich finde es irgendwie okay. Ich mag tatsächlich, dass sie so ein bisschen pausbäckig ist. Sie ist ja auch noch irgendwie jung und es gibt ihr auch so ein bisschen was Unschuldigeres und macht sie nicht so mega hart. Hier waren wir ja schon im Presseraum. Ja. Vor allen Dingen ist sie ein bisschen wie bei Lara Croft. Sie muss ja erstmal an zur Person heranwachsen, die sie später vielleicht verkörpert auch. Ist ja auch ein bisschen so. Muss ja abwarten, bis hier Claire vom Dach fällt und vom Hubschrauber aufgespießt wird. Ja, das war der Moment. Durch den Blutsumpf dann durchtaucht. Ups. Ah. Oh, guck mal, da sind Zombies. Das ist drin. Neu. Das ist neu, ist jetzt noch. Marvin sind. Ist natürlich nicht mehr da. Oh. Okay. Ha. Ja, der kommt wieder. Guck mal, durch den Durchgang kannst du. Ah, nee, das haben sie auch schon beim Original zugemacht, dass du gar nicht mehr da raus kannst, ne? Da steht er. Hat er noch Gesicht? Das sieht nicht mehr beißmäßig aus. Anybody here? Steht auf. Ja, Haarschlag. Okay. Ja, guck mal. Ja. Wenn er den macht, dann ist es. Oder? Das ist die Blutlache. Das ist die neue Blutlache. Okay. Guck mal, der Chat sagt, sie haben sich an Jennifer Lawrence orientiert. Hat ein bisschen was auch davon, ne? Kriegen eigentlich die echten, realen Schauspieler was, wenn man sich an ihnen orientiert? Nope. Orientierungsmoney. Also es sei denn. Okay, jetzt schon? Ja, gell? Okay. Not nice. Not part of the rescue squad. wie man sieht. Wo ist denn die Schreibmaschine hier? Ist nicht da, ne? Naja, Schreibmaschine ist auch nicht da. Und nee, taucht weder die Kiste noch die Schreibmaschine. Oh, Marvin!
ja schon irgendwie traurig, ne? Weil ja. Eigentlich habe ich irgendwie gehofft, dass er sich wenigstens selbst erledigt. Ja, wir kannten den nicht. Einfach knallhart abgehen. Für uns? Egal, wer ist das? Das Medaillenrätsel auch noch nicht gelöst. Ah, das Notizbuch. Okay. Also, wir haben die fehlende Seite haben wir gefunden. Die Göttinnenstatue können wir sehen. Da sehen wir sogar den, das ist ein Widder oder so. Irgendwas. Ja, ja, ja. Also, Göttinnenstatue sehen wir, aber welche Statue ist da oben nochmal? Der Löwe. Glaubst du, wir können da schon wahrscheinlich noch nicht ran, oder? Dann gucken wir. Doch, zum Löwen können wir aber wahrscheinlich sehen. Achso, ja. Zeig mir die fehlende Seite. Nee. Ja, der Löwe ist komplett verdeckt und ich kann es jetzt nicht auch von hinten absehen. Das ist auch nicht so gedacht, oder? Dass man es erkennen soll. Okay. Also, dann lassen wir den Löwen Löwen sein. Das ist doch weit hergeholt hier. Ah, das ist der Löwenanteil hier des Rätsels dann. Ist das immer zu zweit? Die macht sehr schnell, ja. Die macht so. Also du kannst auch einen dosierten Schuss abgeben. Nein, reicht noch nicht. Das. Das Messer verbraucht noch, aber es verbraucht weniger, als wenn man es reinsteckt. Dann ist ja immer so ein Drittel oder die Hälfte weg meist, ne? Schau mal gerade nach. Ja, okay. Es war ein bisschen schon, ja, aber jetzt hast du ein bisschen mehr bekommen. Hast ja gut benutzt. Ich finde, es ein guter Deal. Jetzt sind wir jetzt schon da oben, ey. Ja, alles ist anders. Ist aber ganz gut, weil ich habe wirklich durch gestern habe ich das alles noch so ein bisschen im Kopf. Ja. Weißt du sogar, wir könnten sogar das schon lösen. Kennst du die noch, die Kombination? Es war 7, 15 und dann vielleicht war es auch 9. 2? War es 2? No. Nee. Vielleicht weiß jemand im Chat. Na gut, muss man, ich komme später dazu. Ja, nimm das Dokument auch schon mal mit. Ach genau, die Broschüre, die uns erklärt, dass das früher ein Museum war. Gehört in ein Museum. Haben die sich gedacht. Ja. Ja, was machen wir mit der Polizei? Es gehört in ein Museum, bei Indiana Jones war zufällig noch da. Es ist, weißt du, eigentlich ist das ganze Spiel ist Indiana Jones schuld. Ne? Was machen wir mit dem Zombie-Virus? Es gehört in ein Museum. So, also ich schreibe. Ja, jetzt schreibt jeder was anderes. In ein Museum. Nein, Moment, aber 2611 klingt richtig, oder? 2611 okay. Klingt. 2 links, 6 rechts. Lass mal probieren. Andersherum? Nein. Also andersrum mal zu ja. So. Ja, können auch sein. 2, 6, 11, okay. Okay, nein. Danke, Chat. Das ist vielleicht der andere, der unten steht, wenn er noch da ist. Ja, es sind aber, glaube ich, auch andere Zahlen. Obwohl, 11, das kann 2, nein, jetzt sagt einer 11, 2, 6. Das kann aber, 6, wie kann das 6, 2, 11? Sag jetzt einer, oh, nee, ich komme da nicht mehr hin. Wie können es denn unterschiedliche Zahlen sein? Der Safe ist immer derselbe. Naja, natürlich je nach Durchgang. Also hier siehst du ja, es ist anscheinend irgendeine alternative Realität hier gerade im Moment. Ne? Weil es ist ja nicht das, was Leon hinterlassen hat. Ja, zugunsten des Spielspaßes wurden sich hier gewisse Freiheiten der Kontinuität erlaubt, was ich voll in Ordnung finde. Ja. Okay, wir gehen hier lang. Ja. Da liegt auch Muni. Ah! Jetzt kommt er da! Geil, ne? Jetzt, du jetzt, Ficker! Und jetzt kommt, ich glaube, jetzt kommt die Szene. Shit. Jetzt kommt die geile Szene. Aber die will ich jetzt gar nicht haben. Wie soll ich das denn mit den Waffen? Da geh erstmal zurück. Kann ja leider auch nicht abspeichern. Ja, es gibt ja bestimmt irgendwo noch ein anderes Ding, was wir erkunden können. Erstmal, ne? Lass mal gucken, bevor wir da jetzt lang gehen. Also, Eingangshalle hat noch ein bisschen was, aber es kann wegen der Medaille sein. Zweiter Stock. Yeah, Wartezimmer, da war die Bibliothek, aber da sind wir eventuell auch nicht weitergekommen. Da ist zu, ja, Löwenstatue. Hier unten war auch. Also, es könnte sein, dass es hier oben noch weitergeht. Ja, komm. Aber seien wir ehrlich, komm, wir gehen jetzt. Ich hätte jetzt schon gerne eine richtige Waffe. Eine Couch. Hier hängt nämlich immer einer an der Wand. Ja, ja. Und wann immer man in die Nähe kommt, kriegen die eine neue Animation und suchen einen. Das ist super nervig. Das Funkgerät von dem anderen Typen? Geht das noch? Das kuschelt. Oh, oh. Yes. Da ist er! Das Problem, habe ich eine von diesen? Nee, habe ich nicht. Was mache ich jetzt? Ich habe es noch nie geschafft, an denen ohne Kampf vorbeizukommen, weil immer wenn ich. Achtet mal drauf. Nee, ignorieren und geh einfach weiter. Ja, ja. Trotzdem muss ich ja aus seiner Entfernung raus.
so klappt es vielleicht. Siehst du? Das oh nein, meine ich. Nein, ich nicht, voll ich knapp. Kannst du durch die Tür da durch gleich? Ist da eine? Ach nee, die ist zu. Die hat ein Schloss. Darf nur nicht rennen. Oh, lass da kein Zombie sein. Das ist so sau. Normalerweise kriegen die mich immer und dann wird man nämlich panisch, schießt doch und dann ist das Kampf. Aber mit den Brandgranaten, Einschuss, ja? Wechseln die. Ja, Brandgranaten sind super geil. Das sind nur die Brüller da hinten, die ignorieren wir. Okay. Ah, kommst du da hinten durch mit der Kneifziehung? Eigenes Bericht, das sind die, hatten wir alle schon, ja, ja, das ist die, haben wir alle schon gelesen. Ah, die Karte. Da liegt noch Item herum, oder? Ich bin gerade noch wegen den Geräuschen irritiert. Wo kommen die denn her? Dann hörst du von außen. Ach, die können hier durch. Ja, da kommen, die her. Kommen die auch von oben da durch? Ja, ja, dahinter ist ein. Ja, ich hätte gedacht, dass wir nur das zum Durchkriegen benutzen. Nein, nein, die kommen nicht durch. Wir kommen wir durch. Kommen wir hören durch, die aber genau. Die Geräusche gerade dadurch. Was meintest du? Irgendwas liegt hier noch und eventuell die Tür hinten mit der Zange aufhebeln. Ich glaube, ich bin die Ecke. Da muss irgendwo was sein. Schön da, wo man extra noch hingehen muss, genau. Schön die, in der Sackgasse. Das machen sie sehr gerne. War hier nicht die Karte für die Shotgun? Moment. Oh, ja, nee, das war, glaube ich, nur in der Demo. Karte, ja, ich kann mich an sowas erinnern, aber nee. Hier nicht. Jetzt mal gucken. Okay. Woher will ich aber mal da. Ach nee, wenn ich da lang gehe, komme ich du in den. Du kommst ja genau. Da raus, ne? Ja. Also, falls man. Hier würden wahrscheinlich noch mal ein paar extra Items sein. Guck mal, schon der Zünder. Dafür also brauchen wir dann noch die Batterie. Cup. CAP, das kennen bleibt. Wir. Da. Ach nee, ist das safe. Oh, geil. Soll ich das direkt mal rüberbringen? Ja, da gab es ja mehrere Fenster. Ja. Das wird uns eh in den Arsch beißen später. Mhm. Einer weniger ist immer gut. Immer das ganz offene. Das hier, oder? Pass auf, das ist ein Licker. Agromas. Alter. Okay, die Tür kannst du aufmachen gleich. Sehr gut. Und das andere ist wieder eine Schlüsseltür, ne? So. Die da runter geht. Oh, und da ist ein Herb. Ach, hier auf dem? Ja, auf dem Schrank. Schrankpflanz. Ich muss dringend mal meinen, du bist aber Kram in der abgeben. Du bist in der Nähe von der Kiste. Okay, Herzschlüssel. Das ist ja der. Hier, oder? Aber ja, genau. Aber warte. Und wegen vielleicht. Warte mal, Schließfachraum, Büro. So Dunkelkammer. Dunkelkammer zuerst. Also ne? Geradeaus und dann durch links. Mach sehr gut bisher, Simon. Vorsichtig. Hier ist nämlich immer ein Licker. Wäre übrigens interessant zu sehen, ob die Monster, die man erledigt hat, dann weg wären. Oh, nee. Okay. Gut, an dem renne ich jetzt schnell vorbei. Ja. Wie unfair. Das ist mega. Warum unfair. Liegt denn hier jetzt? Na gut, einen muss ich killen. Ja. Aber man kann ja auch wieder verschließen. So, Tier, erstmal mach es mal in Ruhe. Das brauchen wir auch erstmal nicht, ne? Okay. So. Habe ich noch irgendwo ein rotes? Ich du hast zwei zusammengemischt, ein rotes und ein. Du kannst dir ja, drück du mal auf die Tab-Taste in der Mitte hier, dann sortierst du die Sachen in der Kiste. Ah, okay. Und der Griff, Schneidewerkzeug. Den brauchen wir bald. Ja, eigentlich die Blendgranaten bin ich so ganz vielleicht zufrieden. Dabei ich haben nochmal so. Für zur Not, ne? Ja, ich, du kennst den. Bevor du dein Messer. Ja, ne? Du musst übrigens sagen, wir können gerne hier nach der Werbung dann ab, oder wie wollen mach wir das es, machen? Mach es mal, spiel das mal weiter. Also ich, ich will es natürlich nicht 2,5 Stunden durchspielen. Nein, nein, nein. Es sei denn, du willst es. Spiel das mal in Ruhe. Aber ich will auch nicht, dass du dich darüber freust, wenn ich sterbe. Insofern, nein, nein, ich will nein. Das für normalen nein, nein. Tausch ich finde, finden. Du machst das bisher sehr gut. Ja. Und du kannst gerne auf jeden Fall noch in Ruhe weitermachen. Okay. Ich diesmal, fordere nichts ein im Moment. Okay. Diesmal haben wir keine. Oh, gut, sehr gut. Dann haben wir keine Filme gefunden. Ja, noch nicht. Jetzt haben wir die Safe-Raum-Musik gehört, ne? Merkwürdigerweise. Oh, komisch, ja. Ich vermix die alle mal, dann habe ich die irgendwie hinter mir. Rote gibt's einfach nicht genug. Ach,
shit, hier ist ja noch was. Ja. Hört nie auf. Pulver und draußen stehen noch der Brett und noch eine Pflanze, die ich jetzt habe. Ja. Und ein Zombor. Hinter dir ist ein Brett. Ich überlege gerade, ich will ja auch nicht. Ah, der da müsste ja nicht mehr. Ja, der müsste irgendwo links stehen. Dann mache ich schon mal zumindest für seine Buddies das zu. Unter dir. Da ist er. Ach komm, oder? Aber Licker da oder nicht? Auch die Frage, ne? Wenn er dich jetzt nicht. Oh, wir werden es hören. Sehr gut. Hast du gesehen, ins offene Maul? Nein! Was? Sie waren zu gut. Sie werden nun aus dem Netz entfernt. Wer macht denn das immer? Wer spielt denn jetzt an der anderen? Wie oft muss man das denn den ganzen Leuten hier sagen, dass das so nicht geht? Wie oft? Das Spiel ist nicht zu Ende, ja? Okay. Okay, okay, wir können noch weiter spielen. Wer macht denn sowas? Jemand den Ball. Oh no. Du musst gleich nachladen. Pam, 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 Ganzlinger. Jede einzeln. Aber sie beeilt sich immerhin. Sie macht das schon schnell. Alter, ich dachte, das ist ein Absturz. Willst du mal mit dem Messer gucken? Ich bin mir auch absolut sicher, dass das jetzt das Ende ist. Alter. Okay, das Ende. Der auch? Ja, der hat keinen Kopf mehr. Ach, der hat gar keinen Kopf mehr. Der ist nicht mehr so viel zum Bescheid geben. Ich fände es übrigens schön, wenn die Zombies einen, also wenn man, Beispiel jetzt, die Augen ausschießt. Oder man schießt ja gerne mal ins Gesicht und dann sind die Augen weg. Das ist ja nichts, was hier nicht passiert. Wenn die dann einen auch nicht sehen würden. Das wäre lustig, ja. Alter, so voll viele. Und da kommt ja auch noch einer runter. Ey, die ist von ganz oben runtergekommen, ne? Das heißt, du hast jetzt die liegt zweiten oben rum eigentlich, ja. Die hat's gehört und gesagt, hey, Party, ohne mich. Shit. Das ist eine richtig ordentliche Party hier. Lad nach. Shit, verballert. Voll verballert. Lad nach. Okay. Auch fast ein Magazin, weil. Ja, nicht. Ja, reicht. Der Typ da auch. Boah, ey. Oh. Oh, jetzt hast du fast gar keine Munition mehr. Aber wir kommen jetzt in die Asservatenkammer und in das Büro. Da sollte zumindest wieder ein bisschen was sein. Ich finde, wir haben uns eigentlich ganz gut geschlagen bisher. Und wir haben noch 3 Munition für die SLS, wenn denn nötig. Und MP-Munition für eine Waffe, die wir nicht haben. Die kriegen wir aber noch, ja. Die kriegen wir alle noch. Okay. Kurz mal ein bisschen Muni nachher bauen. Jo. Ich mach das jetzt extra, weil ich habe gern für später die Säure. Mach, ich will jetzt keine Munition, ruhig, weil da kriegen wir eh noch genug. Mach ruhig. Ich könnte mal die andere Pistole mitnehmen, da habe ich immerhin noch 3 Schuss. Ja, also jetzt auf jeden Fall. Und nimm vielleicht, wenn du fast gar keine Schuss hast, auch die Blendgranaten mal mit einfach nochmal. Du hast recht. Das ich glaube, wenn wir gar keinen Schuss mehr haben, dann ist das die letzte. Ja, plus ich habe 2 auf einmal. Also ist immer gut, wenn die sich stacken. Jetzt werde ich nochmal speichern. Ja. Scheiß ausgehen. Kostet ja nix. Unsere Bewertung. Kostet ja nichts. Ja, der Chat sagt es auch gerade, man kann, also wenn man durchzieht, gibt es eben eine schnelle Salve und je nachdem, wie stark man durchzieht, gibt es auch nur einen Schuss. In der Panik zieht man gern schnell durch. Ja, aber hast gesehen, hier bei zwei Dinger hatte ich zum Beispiel an der Seite 2 Schüsse schön in den Kopf. Wenn es klappt, dann sieht es auch gut aus. Wenn es trifft, dann ist der Effekt umso besser. Ja. Genau. Ich würde jetzt noch nicht hochgehen, oder? Du hast ja noch die ganzen. Ja, du hast recht, da ist ja noch voll viel hier. Wollte nicht mehr hier durch. Also theoretisch eben auch die. Kriegt sie die Shotgun da unten, oder? In der Asservatenkammer? Oder ist noch nicht. Wir haben noch nichts. Du meinst, ob die Buttons schon drin sind? Ja. Oder zumindest, ob es da ist, es auch eine Shotgun, die sie da hingehen. Die Buttons sind nicht drin. Komisch eigentlich. Na gut. Leon hat auch nichts abgeholt. Es fehlt wie immer die 2 und die 3. Das 106 heißt, kannst du aufmachen. 106 und 109. Da ist der Film. Und hier ist dann der Granatwerfer. Zeig mal. Mit das ist der Granatwerfer, ja. Wir müssen die Keykarte aber finden. Und die können wir alle nicht. Jetzt kommt okay, einer jetzt rein. Kommt einer rein. Ist aber fast schon. Das soll immer so sein. Das wird immer getriggert. Ja. Wenn du den nicht gekillt hast, kommt immer einer rein, damit du diese komische Situation da hast. Da wäre eh noch einer gewesen, ne?
Ja, es ist irgendwie gefühlt. Ich weiß auch nicht, wie sie es schaffen, aber es ist immer noch ein Zombie da. Willst du den drin lassen? Oder ja, einfach? Den lasse ich hier drin. Ja, den können wir nicht mehr. Und der bleibt dann auch hier schön hinten stehen und nervt mich. Ist auch immer der Einarmige. Ist krass, immer derselbe. Skripti! Geradeaus. Ah, hier liegt eventuell aber noch ein Item um die Ecke. Links oder rechts hier. Also in dem Office? Nee, da gehen wir später hier, hin. Ja. Hier draußen liegt hier noch eins. In irgendeiner der Ecken war eins. Entweder da oder auf der anderen Seite. Oh oh. So, wir kommen wieder raus. Da ganz hinten, wenn dann. Jesus. Den Hut abgeschossen. Warte uns mal. Okay. Guck mal, ob da ein Item ist. Im Moment, ich mach das sofort. Ich will nur. Clear ihn noch. Das war nichts. Okay, okay. Aber jetzt. Ah, aber jetzt! So! Alter! Es ist der Undertaker oder was geht hier los? Wollte steh auf, Männchen hier! Ich glaube, der war sauer, dass du ihm den Hut weggeballert hast. Ja, ich glaube, er hat ihm den Hut weggeballert. Da war tatsächlich was. Ja. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Das ist scheiße, Mann. Hast du ihm die Brieftasche geklaut? Ich glaube, er hat seine Brieftasche. Oh, ah! Was denn? Wer? Immer noch! Nein! Du Bumskopf! Das ist nicht, der hat nichts mehr im Kopf. Mir ist sein Arm abgefallen. Ja, so, ja, einfach nur. Na gut, dann will ich auch nicht mehr sein. Ich habe mir den Kopf gestoßen, der braucht schon, bin ich arm dran. Wir haben alles. Okay, sehr gut. Okay, gut. Beste Büro. Hier jetzt ins Office. So, könnt ihr uns jetzt wenigstens den Code sagen? Ja, ihr könnt ihn schon mal rausrücken. Sehr gut. Son of a bitch. Okay. Oh, kleines Nickerchen. Ich mach Pause. Warte mal, ist da noch einer? Aber hier liegen auch schon mal ordentlich Sachen rum. Ja, sag uns mal, links 9, rechts 15, links 7. Jetzt sagen die wieder andere Sachen. Ich bin fertig. 9, 15, 7. 9, 15, 7. Links 9, rechts 15, links 7. Wir cheaten jetzt hin, sondern wir haben uns, wir sparen uns einfach diesen Weg. Wir wissen das alles schon. Dokumente, ja, genau. Das ist doch sehr schön. Hier ist es, glaube ich, ein Film, den man entwickeln muss, bla bla, Filmschmilm. Ja, komm, die werden wir auch noch alle entwickeln, aber who cares? Ja, genau. Wir entwickeln sie, aber wir lösen das Rätsel jetzt schon mal. Jetzt kommt das Rätsel mit den mit Namen. Tisch. Ja, dann guck mal auf die. Ist immer noch zu, ne? Okay. Okay, was wird das? Also seins war, dreh mal um. Das erste wissen wir, glaube ich, nicht, oder? Das doch, doch. Das zweite ist E. Was das hier erste steht ist da. N-E. Und wo ist der? Da. D. N-E-D. Net. Net. NDA ist was anderes. Und auf der MRG sagt der Chat. Die MRG? MRG, M wie Martha. Mrück. Es sind die Anfangsbuchstaben der Vornamen der Leute, die hier. Ja, genau. Ihr kennt das ja alles schon. Ich nehme mal davon aus. Oh, ein Upgrade für die Dreierwaffe, wo du den 3-Schuss hast. Ja, gut. Frage, ne? Ja, macht man trotzdem, aber eigentlich. Ja, whatever. Ich nehme die jetzt mal, damit ich die Schüsse dann weg habe. Ja. Kannst du wieder wegpacken in die Kiste. Hier liegt noch was. Er hier. Oh Gott, er tut mir ein bisschen leid, ey. Bei ihm hat er sich auch eingenässt. Ist das stabile Seitenlage, oder? Das ist die stabile. Wenn ihr mal Erste-Hilfe macht, ab da das könnt ihr den Notarzt rufen. Das heißt, das Genick ausrenken, auf den Boden hinlegen, Arsch hoch und dann Darm entleeren. Also wäre beim Chiropraktiker richtig was schiefgegangen. Guck mal, wie er auch guckt, dieser gequälte Gesichtsausdruck. Ich kann sie wohl nicht nachfühlen. Frau Paulsen, ich hab ihren Mann kaputt gemacht. Das ist halt echt geil, ey. Entschuldigung, aber das sieht gut aus. Aber es ist auch schon Pilates, würde ich fast sagen. Das ist alles, ja. Alles, was der Chat willst. Sagt, stabile Nackenlage ist es. Ja, um die Wirbelsäule zu entlasten. Ja. Okay, da hinten sind's. Die vergesse ich immer. Den einen locker. Ah, ja. Mach dich doch mal locker. So. Ist noch was hier? Nee. Die Tür ist aber auch noch, da ist der Schlüssel, ne? Ich will trotzdem den. Ich hör's das Crest-Symbol haben. Ja.
Da war was, oder? Ist das unser stabiler Nackenlagetyp? Siehst du wieder? Oh, jetzt wird's immer unangenehmer. Ja, ja. Ist es wie jedes Mal, wenn wir uns umdrehen, steht er anders? Was ist denn? Ah, wo kommt der? Ach, das ist der im Zimmer, im Büro die ganze Zeit lag. Achso, drei Schuss. Okay. Ja, aber ob das jetzt, ist das nicht egal. Das ist, okay, lass ihn drumherum gehen, das ist egal jetzt. Alter, jetzt hör mal auf! Oh! Ja, die kriegen am Ende nochmal so richtig Rückenwind. Okay, das spare ich mir jetzt echt. Ja. Der kommt jetzt eh gleich hinterher. Ja, wir müssen die Treppe rauf. Kannst du in der Dunkelkammer nochmal speichern rauf, und dann... Oh, falsch. Hast du sehr gut gemacht mit dem Licker, ne? Mit dem sind wir nicht aneinander gerasselt. Gut. Ey, sag mal, ich brauch dann doch Bier. Hier geht's lang, oder? Ja, ja, genau. Fuck. Fick. Und? Das Gute ist, du hast immerhin die obere Stockwelle schon von ein paar Zombies befreit. Weil die sind ja alle runtergeklettert. Die sind alle runtergeklettert, sind alle gekommen. Haben sich von mir. Ja, Film lassen. Können wir entwickeln. Das machen kannst du. Ja, das Pulver kannst du da lassen. Ah, musst du da. Ich bin mir nicht sicher, ob du das Licht erstmal ausmachen musst, ne? Glaubst du es? Nee, funktioniert, okay. Ah. Also, warum hören wir dann die Lampe an und ausmachen? Ich hätte gedacht, dass er mir dann sagt, Entschuldigung, der Film ist kaputt. Vorher, genau. Das wäre auch irgendwie nur konsequent, finde ich. Ja. Wäre nicht schlecht. Okay, so, einmal nochmal speichern, weil... Oh, why not? Ah. So. Super gut, oder? Jo. Waffenrad, okay, hoch geht's. Liegt da in der Ecke jetzt noch was, wo die vorher lag? Wo sie lag, ja. Oh. Ja. Ah, die duschen jetzt. Da wäre der Chat, einige Fragen noch, ob Fabian heute dabei ist oder nicht. Wir sitzen gerade auf Fabian. Ja. Wir haben mit ihm unsere Stühle bezogen. Aus Protest hat sich in einen Stuhl verwandelt. Ja. Ja, er ist, ich weiß nicht, ich kann jetzt schlecht für Fabian sagen, was genau ist. Er ist heute nicht verfügbar, aber wir haben alle Bock, dass er wieder dabei ist. Das Werf können wir hier holen von unten. Ja. Hier benutzen. Und ist das der Locker mit dem CAP? Weil hier war ja einer, der abgesperrt war. CAP stand ja unten eins. Ja, aber ich glaube, das ist. Wir probieren es gleich mal. Ah! Immer wieder, ey. Der steht aber nicht nochmal auf, nein. Doch, der steht später, glaube ich, oder? Meinst du nicht? Er rammt ihn mit dem Messer kurz in die Puppe, aber ich glaube... Du hast recht, das sollten wir echt noch machen. das hilft immer. In die Puppe. Messer in die Puppe. Messer rein, Gedärme... Ja. Passiert. Ja, manchmal, nach dem zweiten Mal stehen die dann auch. Alles gut, und da in den Lockers auch? Das da haben wir gleich das Kästchen. Der tragbare Tresor. Ja, der ist aber gar nicht hier. Der ist nämlich meine Liebe, nämlich. Geil, wir haben so viel danach. Ja, willst du dann den Griff? Den wo ist Griff? Der denn? Oh. Achso, ja. Willst du den Griff holen und dann machen wir erstmal kurz Werbung? Achso, ja, genau. Wir machen hier kurz Werbung. Ich drücke Start. Und dann holen wir den Griff. Währenddessen, und dann sehen wir uns. Greifen wir uns die Griffel. Ja. Komm, ich hol den Griff mal und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Und dann haben wir den Griff und dann machen wir das gleich. Drehen wir. Drehen wir, als würde es morgen verboten werden. Ich habe keine Kleidung für die Sonne da hinten angezogen. So warm hier gerade. Was ist überhaupt? Eine Welt, wie wir uns ja träumen. Rocket Beans, so wie es sein kann. Wir hätten die ganzen Planeten vollgebaut. Das ist doch Quatsch, aber wir wohnen da jetzt. Tschüss. Ja, tschüss. Haben wir ein Haus gekauft. Alter, da links oben das. Jetzt drehen wir uns. Regie. Mit. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Zur Werbung zurück. Du hast dir. Räder, kommt Zeit, kommt Vierkantrad. Das gute Vierkant. Der Trend geht zum Vierkant. Gab mal einen Versuch, ein Fünf- oder Sechskant, aber da bin ich nicht für. Ich bin Vierkant. Ja, ich bin ein Anhänger der Philosophie, Emanuel Vierkant. Emanuel Vierkant, der hat ein Buch geschrieben, ne? Über die Kanten. Dem kannst du einmal nicht. Nee, der hat schon. Der braucht nicht mehr. Pulver. Dann müsst ihr jetzt das, so eine Frechheit. Wir können auch einfach gar nicht aufmachen. Kannst du was reintun wenigstens? Also ich würde da in dem Sinne würde ich sagen, da packe ich immer was rein, wenn jemand das nächste Mal aufmacht. Kleinen, kurz in die Hand kacken und einfach nur... einmal dran schmieren. So. So, nach vorne. Hier auch Licker. Ich bin gerannt. Hier es ist eh schon so laut hier. Ja.
Geh mal ins APD-Büro gleich, kurz wenn hier nicht noch was liegt. Nicht, übrigens, das finde ich, ist einer der schönsten Atmosphäre, schönsten Räume. Ja, mit dem Regen und dem, der Luft ist geil. Kann Capcom nicht einfach alle anderen Spiele auch remaken? Ich will die gerne, dass die so aussehen. Ich will, dass die jedes Resident Evil nochmal machen. Ich würde auch den ersten nochmal in dem Look spielen, obwohl es schon ein Remake eben gibt. Obwohl es einen gibt, ja. Ich würde es auch nochmal. Ja, also, fuck. Es wird auch kommen. Da ist die Batterie. Mal. Hätten wir das gleich mitnehmen können. Ja, aber egal. Das ist nun nicht. Aber ja, da haben wir das jetzt auch gelöst. Interne Memo. Cool. Da war der für den Safe, eventuell für den wir geholt haben, aber sonst. Kurz nochmal gucken, ja. Interne Memo. Da. Das haben wir aufgemacht. R15-7. Batterie haben wir. Kraut kannst du mischen, oder? Nee, hast du noch nichts. Ja. Da ist ein Spray hinten, wenn noch. Einmal schön immer die Ecken abgehen. Oh, was die Leute geschrieben hatten, ich weiß nicht, ob das hier jetzt schon geht, aber anscheinend sollen wir bei Leon was verpasst haben. Du weißt doch, dass an Deskas Desk. Ja, ja. An Veskas Desk, nicht Deskas West. Doch, da gibt's wohl ich weiß ja schon, was es ist, aber es ist halt ein Foto, ne, was wir noch übersehen haben. Aber wo könnte das denn sein? Ich weiß nicht, Wesker's Desk ist. Auf der PlayStation war es ja irgendwie 50 Mal dranklicken und sagen, da ist nichts, da ist ja doch was. Vielleicht ist es eine von diesen Geschichten. Chat weiß so bestimmt Bescheid. Ja, wo man ganz oft drücken muss. Also welche Waffe ist denn jetzt da hinten drin? Kurz mal gucken, das war letztes Mal, war es die Magnum bei... Entschuldigung, was meinst du? Also welche Waffe hinten ist in der Rüstkammer? Aber da kommen wir gleich hin. Also, erst nochmal schauen, wo jetzt hier das war das Funkgerät, dieser vermaledeite, versteckte Film sein soll. Hier sieht kein Büro, sieht aus, als wäre es... Das müsste Wesker sein, oder? Meinst du? Chefbüro? Oder ist das... Wer war denn der Chef? Doch, Wesker war der Chef, ja. Chefka. Colin ist der Chef, wir wissen, aber eigentlich, aber hier, ich kriege ja nicht mal eine... Nee, das ist nicht mal eine Anzeige. Moment, oder kurz, hört man da was? Nee. Ich hab auch was gehört. Oder? Ja. Weiß nicht, ob das eventuell nur der Stuhl war, den du gerückt hast. War nur der Stuhl. Ja, ich weiß nicht wo, also dann gebe ich es jetzt auf, weil bringt ja nichts. Hier sieht nichts aus wie das von Wesker. Ihr braucht das Secret-Zettel, steht... Okay. Im Chattel. Oh, die Uzi. Die MP ist das, ne? Ja, die MP. Die ist gut. Da haben wir auch schon Munition für gefunden. Grüßt euch, wo ist Fabian? Simon ist gerade auf Fabian, haben wir schon gesagt. Also dann Mr. X fehlt. Jesus, stay back! Ah, ja, danke. Wenn man vom Teufel spricht. Dann oben klettern. Der kommt aber richtig früh, der Johnny, oder? Uh-huh. Nach oben klettern? Was meinst du denn? Hier, da links rauf. Und dann erstmal abwarten. Kann die Regie mal ein bisschen lauter machen, das Spiel? Ich muss den hören. Ist er schon hinter dir? Jetzt kommt er. Oh, da ist ein Zombie, oder? Scheiße, hier ist gar nichts. Nee, du kannst links, rechts durch. Hier. Oh, am Zombie vorbei, super gut gemacht. Da ist normalerweise doch keiner. Ja, hier ist B-Adventure. Hier sind Licker gewesen, oder? Ja, jetzt ist der Johnny hier. Links rein und da bist du in der Bibliothek gleich. Ich hab den Zünder vergessen. Ah, nee, wir waren ja gar nicht. Ja, wir haben aber die Batterie. Wir können momentan... Ach, kannst du kombinieren gleich? Der kommt hoch, oder? Ja, das ist nicht die gleiche, das ist für die andere Waffe. Fuck. Der kommt hoch, ja, hier kannst du raus. Gut. Oh Mann, da unten sind so viele Zombies noch. Kommt der hinterher? Stimmt. Nee, folgt dir irgendwann auch nicht mehr. Okay. So ist gut. So machst du es richtig. Ich glaube, man kann auf die Art kann man sehr Pass gut auf, in den du Mund stehst schießen. Auf einen Zombie, der nicht greifen kann. Okay, er kommt hier irgendwo, oder? Ja. Ich höre ihn doch schon wieder. Oh oh. Ist es nicht die Sackgasse?
Wir müssen das mal wieder zurück zu einem Kasten. Nee, ich habe eine Idee. Hey, eine Idee. Eine gute. Was ist da drin? What's in it? Lion Statue. Haben wir die Karte schon für die Statue da? Der kommt hier. Rechts von dir kommt er doch von da raus, oder? Genau, aber rechts von dir ist ja noch eine Statue. Alter, hast du uns erschreckt, Tim? Kommt dir plötzlich der Tim um die Ecke gelaufen? Wieso? Wirklich, Tim? Das war schon das Tempo hast du gut gehabt, aber vielen Dank. Er bringt uns ein klein wenig Wärme. Ja, vielleicht kannst du um den drumherum laufen gleich. Frage ist nur, wo er ist. Ne, der kommt gleich durch die Tür da. Muss nicht. Ja, guck. Da ist er. Jetzt ist er da. Ja, du kommst ja nicht durch. Boah, die läuft doch so langsam, ey. Ah! Kommst du hier durch? Ich weiß es nicht. Nein, du kommst nicht durch. Wir müssen wieder zurück in den... Die Leiter hoch. Oh Gott. Oh Gott. Okay, oh Gott. Mein Tipp wäre wieder unten in den Filmentwicklungsraum da. Weil da können wir Ich gehe überall hin, wo ich kann. Scheiße. Mann, wie der aber auch immer direkt hinter mir herkommt. Aber gut. Weil so kann ich ihn... Ja, ja, der, schön, dass die immer diese Kreise eingebaut haben. Denk dran, du bist hier an den Zombie vorbeigelaufen gleich. Auf der... Andersrum, hier ist eine Sackgasse. Hier war gleich irgendwo einer. Oder noch einmal um die Ecke. Ne, hier beim nächsten. Irgendwo hier ist hier steht einer, Alter. Hier steht einer. Okay. Pass auf. Okay, Messer verzichten wir erstmal. Ah! Alter! Holy fuck, Boys. Safe Room müsste es aber auch nicht sicher sein. Ist unten, ja, genau, unten, einfach komplett gleich runter. Unten. Boah. Wer der Chat, wir wissen das natürlich mit dem weniger Rennen und weniger Ja, aber doch nicht, wenn wir vor ihm wegrennen. Ich meine, wir wissen, dass wir ruhig sein müssen, aber wenn er Witterung aufgenommen hat, haust du ab. Absolut. Okay, nee, die kannst du ja noch benutzen. Ja, aber ich will ich muss mal gucken, was ich jetzt gleich benutze. Aber du kriegst selten Munition für diese SLS 60. Die haben wir nur gekriegt, weil wir kombiniert haben, wenn du dich erinnerst, ne? Ja, gucken wir mal, ja. Aber was wir machen können, ist schon die Batterie mit dem Device kombinieren. Ah, und den Code für die Lion Statue. Ne? Okay. Krone, Feuer, Vogel. Wenn die Krone auf dem Feuer mit brennt, dem Vogel wird der Vogel fliegen. Wieder gebrutzelt. Okay, das machen wir schnell mal. Dann können wir eigentlich direkt auch mal hochgehen und die Uzi schnappen. Nee, die Uzi ist ja... die brauchst du aber, du brauchst diesen den USB. Ah nein, Entschuldigung, ich meinte, nee, aber irgendwo oben ist auch... Irgendwas ist da oben. Da weil oben du ist noch eine der Medaillen ist da. Ah, okay. Und wir sind an einer der Medaillen vorbeigelaufen. Also wir haben die nicht mitgenommen. Das war dieser kleine Raum, wo wir die Karte neben der Bibliothek geholt haben. Da stand ja auch schon eine Statue. Mhm. Und die letzte ist... das Löwending. Wir haben die Box, wo der Bean reinkommt. Dazu brauchen wir das Plastikbuch von der Bibliothek. Ach, wenn das noch das gleiche ist. Gott, oh Gott, ich krieg das nicht mehr zusammen. Oh, dauert das lange. Lass die Zeit. Die können wir uns nehmen, ja. Gut, dann nehme ich jetzt die andere auch noch mit. Obwohl ich Ja, du hast noch immerhin dann auch dafür nochmal 15, 16 Schuss. Ja, das ist es. Aber mit zwei Waffen, mit zwei kleinen Kackwaffen hantieren ist super nervig. Wo? Weiter runter. Ah, da. Kannst auch schon mal die Batterie kombinieren mit dem. Kommt er rein? Nein, hier kommt er nicht rein. Die Frage ist, strummelt er jetzt dann vor der Tür hin und her und sagt, nein, ich warte? Also meine Erfahrung von gestern, wie gesagt, ich habe es gestern ja gespielt, er läuft so einen Kreis, er ist sehr häufig in der Mitte, in der Haupthalle, auf verschiedenen Ebenen. Und wenn er dich in der Mitte sieht, also wenn er unten ist und er sieht dich oben, ne, dann läuft er dann auch dahin. Also sobald du ihn siehst und er dich sieht, dann hat er dich erstmal. Und dann musst du eben schnell einen anderen Ort suchen, wie ein Sniper. So nach jedem Schuss, sobald er dich sieht, musst du einfach woanders hin. Halt. Ganz leise.
Müssen wir hoch? Ja. Dann versuchen wir mal, ob wir jetzt hochkommen. Also auf dem Dachgeschoss, wo wir fahren, kannst du eben dann die Batterie mit der mit dem C4-Zünder dann aktivieren. Dann können wir schon mal an eine der Statuen. Ja? Ja. Brauchen wir noch irgendwas anderes unten aus der Kiste? Nee, oder? Drehrad haben wir. Drehrad haben wir. Eigentlich nicht. Wir hier vorne. Wäschekammer haben wir übersehen. Da, ja, aber die hat, die müsste mit dem Schlüssel verschlossen sein. Wenn ich mich nicht irre, die Wäschekammer. Ja. In der Bibliothek kannst du das rote Buch gleich holen und die Medaille, da eine schon mal auslösen. Falls wir das mit den Zetteln hinkriegen, die wir haben. So, da ist doch noch der Messer, Hannes. Stimmt. Jetzt habe ich dich. Ah! Aber ja, da läuft doch schon wieder einer hinter mir her, oder? Ja, ja. Aber warum? Alter, der kommt gleich. Du siehst ihn. Der steht vor dir, da ist er, da ist er. Oh Gott, der läuft im Kreis, der Ficker. Mann, warum hat er mich gefunden? Okay. Hast du ihn nicht angeballert? Da ist ein Schlüssel. Kacke, der ist wichtig. Ja, der liegt auf dem fucking Tisch. Shit, der ist wirklich wichtig. Aber vielleicht kannst du erstmal das im Dachgeschoss hier im Lagerraum machen mit dem C4 und den dann holen. Weil wenn er dich verfolgt, dann kannst du ihn ja im Kreis ein bisschen locken, falls der noch da ist. Ja, ich muss eh gleich das... Der weltlustigste Polonaise ist es hier. Das hört er doch. Ja, ja. Aller spätestens hört er das gleich. Oh nein, haben wir das überhaupt? Ja, guck auf den. Welche ist das? Das ist die Göttinnenstatue. Guck auf die Map. Was? Ist das. Oh, das hört sich nach Lickern gerade an, oder? Hast du, war das Licker gerade? Okay. Okay, guck aufs Dokument. Lass uns schnell das Ding holen und weg. Okay, wir holen erstmal schnell das Ding. Ja. Aber dann werde ich eine Blendgranate zünden und dann hauen wir aus dieser vermaledeiten Scheiße da ab. Und wir müssen den Schlüssel dann noch holen. Ja, das ist auf dem Rückweg. Ja. Kurz mal gucken. Okay, also, Hier, wir laufen jetzt, ne, wir lösen den Krempel, nehmen die Pistolenmunition mit. Oh Gott, ich hoffe, die ist. Ja, doch, ich glaube, ich weiß, wo die ist. Und dann laufen wir hier lang, holen den Schlüssel, gehen wieder runter, speichern unten. Theoretisch hier, müsstest du dann aber wieder zurück in die Bibliothek, ne? Weil ja, aber ich möchte nicht beides gleichzeitig machen. Ja, aber ich bin bei dir. Okay, so. Also, als erstes holen wir den Shit. Da. Buch, Notizbuch. Krone, Feuer. Das ist nicht die Löwenstatue hier. Scheiße. Da. Ja, das ist die hier, glaube ich. Widder, wenn der Widder nachts mit der Klampfe Musik, dem Vogel was vorspielt. Ja. Wenn der Widder nachts. Der Widder klampft den Vogel. Okay. Ich hoffe, ich habe ihn. Oh, ist nur der. Okay, das ist der Brummskopf. Okay, vielleicht doch keine Licker. Nee, ein Zombie. Nein, scheiße! Okay, ignoriere. Ist gut, das war extra so. Mann! Alter, was haben die mir gerade den. Da war wieder was. Was war das? Nee, der Schrank ist rumgekippt, weil du es hast explodieren lassen. Du musst den Schrank wieder aufrichten, um in die Bibliothek zu kommen. Diese Bumser. Der Schlüssel auf dem Tisch. Und da steht noch der Zombie gleich. Ey, sag mal, wie oft soll ich dir eigentlich noch so ein Ding? Schade, dass die nicht killen. Die Granados. Also gut, B-Adventure noch heftiger, weil der kommt einfach direkt am Anfang schon, der Penner. Oh, der hat noch dein Messer, sagt im Chat auch. Eventuell kann man das abholen. Ja. Nicht so der Typ, mit dem man über sowas redet. Also, So.
kurz nachdenken. Du hast die eine Medaille. Die Bretter nehme ich jetzt mal mit. Okay, Medaille habe ich und den Schlüssel. Ja, in die Bibliothek das rote Buch nehmen. Das ist gut. Ja, das machen wir. Und in der Bibliothek werden wir erstmal ein paar Leute erschießen, ja. Damit da Ruhe ist. Und von der aus können wir dann im ersten Stock aus der Haupthalle, da wo der zweite Tresor ist, du weißt, wen ich meine, weil kurz weiter war der Raum, wo die Statue mit dem Buch und der Hand war für das kleine Kästchen. Also die Bibliothek? Ja. Das ist doch hier hoch. Genau, also so wie so wie wir gerade zurückgekommen sind. Oder du kannst natürlich auch... Nee, so komme ich nicht in die Bibliothek. Achso, okay, achso, du weißt, wo du das C4 hast explodieren lassen, kommst du in die Bibliothek rüber. Wir können Pech haben und Nemesis läuft. Ich will da jetzt nicht mehr hin. Nee, ich nehme einen anderen Weg. Dann kannst du durch das Büro in der Westseite in die Eingangshalle. Genau. Moment, ist das hier... Ja, du hast doch die Peak. Das ist der Peak, ja. Peak habe ich, okay. Hast du jetzt bekommen. Ja. Ja, dann machen wir es so. Links an. Boomser. Okay, da ist es mal. Faster. Schade, kein Messer mehr. Kein Messer. Hoffe, der läuft oben rum. Jetzt will ich aber auch, dass der tot ist. Nee, da kommt er gerade. Da ist er. Der ist aber stärker als sonst. Also der wirklich, der verfolgt mich sonst nicht so häufig und nicht so krass. Der hat sich gesagt, hey, B-Adventure. Oh, kannst du die Medaille, hast du die dabei? Ich muss gleich einbauen. Und wir können die mit der Löwenstatue gleich auslösen. Machen wir auch gleich, ja. Da haben wir das Foto ja, ne? Ist der jetzt? Nee, ja, der kommt. Der kommt auch während man. Ja. Aber du kannst doch machen. Nein, der kommt nicht, wenn du im Menü bist. Ja, das weiß ich gerade nicht. Das war ja gerade die Frage. Der kommt. Nee, im Menü ja, aber in dieser Auswahlmenü. Ich garantiere dir, der kommt ja nicht. Okay. Ja. Ansonsten bin ich der Gelackmeier. Für alle Best-of-Schneider, hier wäre der Moment für einen guten Cut. Okay, wenn der Kram mit dem Feuer, die Krone mit dem Feuer und dann hier sowas. Schild. Waage. Nee, Schild. Nee, Klampfe, Vogel. Vogel? Wie hast du dir das gemerkt? Ja, hab ich doch gerade eben erzählt. Ja, deine Esel, ich hab die Eselsbrücke auch erst nicht. Hier oben sollten wir, glaube ich, bleiben. Ich will die schnell noch reingeben dann. Ach so, ja, ich die okay, ganze Zeit ja, absolut rum. Richtig. Absolut richtig. Wo ist er? Hast du gerade gesehen, wo er ist? Nee. Wir müssen erst zur Bibliothek und das rote Buch holen. Also im ersten Stock. Shit. Da liegt ein Spray. Da ist er. Ja. Okay, ja. Wird der eigentlich immer schneller? Einholen sollte er sich ja nicht können, wenn du. Wo ist denn Safety-Spray? Hier unten, ne? Hier ungefähr auf der anderen Seite. Da? Da habe ich eins gesehen, okay. Ungefähr. Aber hier ist auch noch ein Zombie, ey. Da, wo der Zombie war, nebendran war eins. Aber lass erstmal zur Bibliothek gehen. Von da aus können wir ja erstmal alles mitnehmen, was wir brauchen. Auf Bibliothek, okay. Das rote Buch ist eben richtig. Alter, der sprintet der jetzt? Ich habe auch das Gefühl, der ist viel schneller, ohne Scheiß. Und jetzt hoffe ich nur, dass ich an den Zombies vorbeikomme. Okay. Ufer, glaube ich, gleich irgendwo neben der Tür, wo du reingegangen bist. Da muss ich erst nochmal hoch. Ich habe nicht genug Schüsse, um alle Zombies zu erledigen. Ach ja, und in der Bibliothek ist natürlich auch die letzte. Shit, da steht einer! Durch die kleine Tür ist die letzte Statue. Gregor, hilf mir gerade. Irgendwie nicht mit den ganzen, weil es so viel ist. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Da kommt er. Okay, dann lock ich ihn erstmal hier hin. Scheiße, es haut nicht hin. Iframes? Oder zieht er in die Treppe runter? Leiter.
Er springt hoch, oder? Ich weiß es nicht, wie er das macht. Nee, der klettert hoch. Das dauert aber lang. Oh ja. Gut. Das ist nice. Okay. Jetzt habe ich kurz eine Minute. Was? Wir haben das Buch und mit dem Buch müssen wir jetzt zu der Statue. Genau. Die Statue ist wo? Bevor du hingehst, geh einmal in der Karte einen Stockwerk runter. Also das ist ja jetzt der Oberbereich. Siehst du unten dieser Aufenthaltsraum? Mhm. Also ne, unten, wo die blaue Tür ist. Den hier. Da ist die Einhornstatue. Da können wir das Ding auch noch auslösen. Und dann haben wir die drei. Ja, aber da kommt er ja gleich. Musst du gucken, ob du das jetzt holen kannst oder später. Ansonsten würde ich zum Wartezimmer auf der rechten Seite, wo wir jetzt das rote Buch haben. Okay, guck ins Buch. Moment, welches Buch? Das hier. Mach mal, also hier, da fehlt die Seite. Okay, guck mal auf die leere Seite. Man sieht ihn. Du hast ja noch die Seite, die abgerissene. Ach, da sehen wir irgendwas unten, ne? Wenn du es umdrehst. Das hier, man sieht halt nur ist unten. Ist das so, sind das Fische oder was ist das? Ja, auf jeden Fall so ein Horn nach unten. Ja, ja. Wir gucken mal auf die abgerissene Seite. Wir müssen aber auch nur zwei wissen. Den letzten können wir ja ausprobieren. Das sind ja nicht so viele Symbole. Also wir nehmen mit dem letzten einfach... Nimm die abgerissene Seite und dann können wir gucken, wie viel davon da steht. Nix, oder? Ist also nicht, das wäre ein Horn, ne? Menschen, ja, okay, dann Horn. Menschen, Waage und Menschen, das letzte. Waage, Horn. Ja. Auf jeden Fall easy. Und... Fischi, würde ich sagen. Es ist das hier, aber ich weiß nicht, es ist kein Horn. Ich hätte die Fischis gemacht, aber Test. Oh, okay, du weißt Bescheid. Gleich wieder in die Bibliothek, bevor er kommt und schnell... Ist hier offen jetzt, links? Nee, du hast es nicht aufgemacht auf der Seite, weil da kam Nemesis und du bist zurückgelaufen. Musst du eigentlich auf den warten und dann an ihm vorbeirennen. Was anderes sehe ich jetzt hier gerade nicht. Jetzt renne ich direkt in den Rhein. Ja, okay. Und der Herr? Die Musik hat aufgehört? Okay, hat nicht. Nein! Jetzt doch nicht, du Hure! Oh! Nein, natürlich nicht! Oh komm, das ist doch einfach nur noch scheiße und unfair! Das ist wirklich mega unfair gewesen. Das ist halt solche Bumsköppe! Das Messer, das hätte ich gern. Ja, eventuell kannst du eine Runde drehen oder so gleich zum Messer. Wie komme ich denn hier raus jetzt? Erstmal die Leiter, um ein bisschen Zeit sparen. Also. Ja, nicht. Messer müsste gleich sein, wenn du da runter gehst. Was liegt denn in dem Typen drin oder wo war's? Alter, du Bumsnase. Lauf, da ist nichts mehr. Wo ist das Messer? Ah, okay. Da in dem. Renn! Nicht! Falsch. Nein! 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 Und da war das Messer. Okay, du hast keinen Schuss mehr. Nein! Nein, nicht wieder durch die Tür! Wo läufst du denn hin? Was machst du denn da? Ich komm wieder rauf! Ja, Mann, Alter, was soll ich denn machen, wenn der auf mich zuläuft? Das ist der schlimmste anzunehmende Fall. Und wo ist Nemesis? Ich meine Mr. X. Kann ich gerade aus? Kann ich gerade aus? Nein, die Tür ist zugefallen. Probier's. Ich weiß nicht, da war dir. Nee, geht. Was? Geht nicht mehr. Falsch rum, andersrum. Die Treppe runter. In die Haupthalle. Jetzt geh runter! Durch die Explosion ist der Schrank umgefallen. Was kann? Hör auf! Oh nein! Oh nein, ey. Scheißdreck. Scheißendreck. Oh. Geh gerade mal kurz aufs Klo. Für kleine Mr. X'e. Ich mach sogar das Mikro aus. Ich dreh's ab. Ich guck mal, Leute, wo uns das Spiel jetzt rausschmeißt, ob es einen Quicksave gab oder nicht.
Nee, ich glaube, die Funke hat er, obwohl, ich hoffe, dass er die am Safe-Raum. Natürlich, ey. Eieieiei. Vielleicht hat er das Mikro auch angelassen. For your pleasure. Okay, also, was haben wir? 6 Schuss, 13. Hier, eine Medaille. Wir haben die andere Medaille mit dem Safe. Und es gab keinen. Was haben wir denn noch? Er hat, da ist kein Highlight-Item dabei, ne? Nehmen wir eins. Mit. Und wir gucken, was wir alles gemacht haben oder nicht gemacht haben. So. Wir haben die Tür. Wir haben nicht mal die Tür hier geöffnet, ne? Haben wir das Foto? Wir können theoretisch alle Sachen holen. Explodiert. Ach Gott, ich weiß. Ja, okay, ich lauf mal wieder hoch. Hat es natürlich beim Safe-Punkt wieder rausgehauen und nicht irgendwo anders. Ich bin mal ruhig, damit du. Ja, ich will mal. Ich also bin mal ruhig, damit du das mit der. Problem. Mit dem Trampeln. Klasse. Er kommt aber nicht zu dir, sondern er steht dann immer nur rum. Ich guck mal. Safe-Raum bist du safe. Oder? Der kommt sogar da rein! Hä? Okay. kurz reingeguckt. Jetzt ist er endlich mal weg. Ich trau mich nicht zu laufen. Rennen solltest du nicht. Ey, anstrengend. Also ich habe kein Messer, ich habe keine Flashbang. Aber wir haben die Medaille, eigentlich können wir die ja auch abgeben, ja? Ja, ich muss erst mal. Wir haben sicher noch Kram zum Aufsammeln. Ach so, ja, Moment. Aber wir können auch Items. So gemacht, genau. Wir können durch das Büro. Mal langsam. Ich gehe mal durch das Büro in die Hauptzelle. Und dann. Was ist Zombie? Direkt vor dir! Siehst du, ich sehe erst! Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Okay, scheiße, jetzt laufe ich. Aber du läufst richtig. Da wollte ich auch hin. Gut. Du kannst ihn ja auch in einen anderen Teil des Gebäudes locken, ne? Und kannst dann den weiten Weg gehen oder so. Ja. Weil so. Ich lasse ihn mal hinter mir. Okay. Wir haben dir eine Medaille, da können wir die zweite gleich auslösen. Wo ist denn die erste Medaille? Haben wir jetzt vergessen? Das ist die erste. Wir haben zweite die holen. Andere, zweite echt? Gott, wie viel haben wir eben nicht. Ja, das nicht war. Wir waren hier und dann sind wir hin und her die ganze Zeit. Okay. Ja. Weißt du? Foto? Das ist doch hier, wenn die Krone Feuervogel. Krone Feuervogel. Der gekrönte Feuervogel. Der gekrönte Feuervogel. Ist immer gut ein Giros. Nein. Du warst doch gerade schon beim Vogel. Der andere Vogel. Ist er los? Ja. Dann machen wir noch eine Runde. Let's do another round. Was? Oh, wo kommt. Die lassen einen. Auch null in Frieden. Jetzt, ich würde zurück und dann anstatt an ihm vorbei. Ja, ich gehe jetzt in die. Ja, da lang rechts, genau. Ja, da stand der. Panner, hier ist noch einer, oder? Oder ist es der von hier unten? Das ist der, glaube ich, von unten. Ja. Obwohl, nee, der kam durch die Tür. Nee, da müssten zwei sein. Ah! Warum läufst du denn da lang? Okay, das war keine gute Idee. Oh! Oh, 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 knapp. Ein Schlag halt ihn raus, ne? Ich hab ja eigentlich. Läuft die langsamer, wenn ich verletzt bin? Ein bisschen, ja. Hab ich das, also vom. Von der Animation her, vom, ja. Vom Gefühl her, ne?
Sehr gut. Denk an die, genau. Und links ist das Messer noch. Hier jetzt und dann hier rechts. Ist das Messer? Da. Nimm's schnell mit. Du bist super, Gregor. Das hast du sehr gut gemacht. Jetzt schnell lösen. Warte, kommen wir noch drauf? Kommen wir noch drauf? Okay. Doch, doch, doch. Also, warte. Der Pärchen. Pärchen. Waage. Und dann dieses und, komische Kringel. Das Kringelvieh. Das ist super gut. Oh, 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 oh. Oh! Schön direkt benutzt. Fuck it. Ist auch egal. Genau, Leiter, da kann er. Oder hau ab, ja. Super. Ich mache auch schon mal die Statue rein, aber ich gehe da noch nicht runter. Oder geht hier automatisch runter, wenn ich das tue? Ich habe ein bisschen. Ich will hier noch erstmal suchen. Wenn das Ding links geht runter. Ja, aber gehe ich als dann. Als Ganzes. Geht dann die Story sozusagen nee, weiter, wenn ich das mache. Nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Ich mache das jetzt erstmal, weil ansonsten sind wir ein bisschen angeschissen gleich, wenn da die Story weitergeht. Ja, aber du kannst ja auch wieder zurück. Ah, siehst okay. du. Den Weg raus hast du schon mal. Also, gefunden. Ich würde gleich gerne. Ich habe das Buch genommen, ne? Okay. Ich würde hier hin. Hier können wir mit der Pikto das auch machen. Und den Tresor aufmachen und den da lang, in den ja. Kunstraum, weil da okay. war die Statue. Aber willst du jetzt mit dem Typen die ganze Zeit im. Ich kann auch noch, den langen Weg mal gehen. Nee, du kannst schon mal. Also, du kannst. Ich speichern würde ich auf jeden Fall, aber du könntest auch ihn versuchen abzulenken, irgendwie wegzukriegen. Ach. No risk. Aber speichern würde ich schon, oder? Jetzt, was auch immer du machst, Gregor, bitte mach doch nicht das! Ja, gut, gut. Lauf. Ja, gut, gut, gut. Okay, Chat. Safe. okay, safe okay. öffnen, während okay. der Zombie in deinem Hand. Okay, Leute. Los, es liegt an euch. Es liegt an safe, euch. Safe, sag uns die Safe-Nummer. Safe. Sagt uns die Safe-Nummer. Sagt uns die Safe-Nummer. Links 6, rechts 2, links 11. 6. Oh, links 6, rechts 2. 6. 2. Dann die 11. 11. Taschen. Ah. Na gut. Was ist das? Wahrscheinlich für die falsche. Für eine nee, Waffe, warte mal. Die wir nicht die mehr haben. Gar nicht, ja. Kommt aber noch. Können wir ihn jetzt endlich mal wegwerfen? Ja. Okay. Schnell hier rein. Ah! Geil, oder? Okay. Gut. Endlich die Uzi. Du hast sie ich hab sie nicht mitgenommen! Okay, Arm nehmen, Buch rein. Du musst das Buch, glaube ich, vorher angucken oder so. Vielleicht hast du schon. Kann man es direkt? Ja, perfekt. Mann, sind wir gut. Jetzt kriegen wir den Stein jetzt in die Schatulle. In der Schatulle ist irgendwas anderes. Und wir können den Flammenwerfer holen, den Granatwerfer. Granatwerfer können wir holen? Ja. Die Uzi holen wir uns. Wenn ich das überlebe. So war das, ne? Das haben wir in der Kiste, die Kiste mit, wo wir das Juwel reinpacken, ist in unserer großen ja, Kiste. Ja, Kiste ist in der Kiste, genau. Okay, also gleich wieder runterlaufen. Durch die Haupthalle, Polizeibüro. Hinten rein, das ist ja der einzige, obwohl es gibt noch den anderen Safe auf der anderen Seite, aber... Doch, der wäre wahrscheinlich ein bisschen besser. Da müssen ja jetzt keine Zombies sein. Guck doch aber die Karte statt den Edelsteinen ja. an. Dann. Okay. Der ist sowieso gleich hinter mir, aber ich hab noch ein Heil-Item. Genau. Wenn ich jetzt hier, das meine ich, ne? Mhm. Der hier. Dieser Pausenraum. Also ich kann jetzt, wo ich hier bin. Ja, da über die Feuerleiter gehen wir nach unten ein. Ja. Ich weiß nicht, ob die Feuerleiter offen ist. Ja, bin ich mir nicht sicher. Das wissen wir und nicht. Und hier, ne? Ach, hier war der Hubschrapp-Schrapp, ne? Ja, da sind wir aber, ich glaube, das. Oh Mann, ey, das, wenn wir da in der Sackgasse hängen, ist scheiße, aber ich glaube, wir können da ich durch. Kann's nicht, ich glaube nicht, dass wir können es mal riskieren. Ja, ja, komm, lass machen. Boah, Gott, aber lecker! Was hast du sowas nicht? Oh, lass mich vorbei! Holy shit! Oh Gott! Ja, genau.
Jawohl! Da droppt er ihn. Oh. Das war ja unfassbar. Alles auf einmal gerade. Und geht's auch noch auf? Okay, hier unten ist dieser eine Safe auch unter. Aber ich gehe jetzt hier in den Raum der Wache und zum Pausenraum, ja? Nein, nein, was? Ha? Lebst tot, lebst tot, lebst tot. Fenster zu, Fenster zu. Ach, geil. Fühlt sich immer gut an, wenn man so ein Fenster verrammelt hat, auch wenn es. Ich muss erstmal durchatmen. Ja, das ist schön. Ach, schön, dass er in dieses Safe-Räume nie so wirklich reinkommt. Okay. Scheiße. Machen wir die Kiste raus. Okay, alles gut. Das können wir auch wegschmeißen. Jetzt bin ich auch schon wie bei Fabian hier. Oh, nee, komm. Also, jetzt komm. So, das hier, ne? Okay. Der Scheiß Licker denn da, ja. Da war alles gerade. Und dass du vorbeigekommen bist am Mr. X und einem Zombie und einer offenen Tür, ich weiß gar nicht, wie du das gemacht ich hast, ohne dass es nicht geklappt hat. Ich weiß es auch nicht, dass die Tür war offen, der Licker war da, ich hab mich dazwischen gequetscht. Okay, aber was ganz gut ist, weil das können wir wegpacken, wir haben die zwei Waffen können wir jetzt holen, ne? Mit dem Stars-Abzeichen. Ja. Ich würde erstmal den Flammenwerfer holen, weil der gibt uns wenigstens, also der Granatwerfer, weil dafür haben wir ordentlich Munition. Ne? Und dann die MP was, dafür, das ist glaube ich für die MP wahrscheinlich hier, ne? Magazin. Ich pack das erstmal ein. So, dafür haben wir. Haben wir schon mal. Nehmen wir nur Brandgranaten mit für den Granatwerfer und ich würde aber eine der Pistolen da lassen, am besten die, für die wir keine Muni haben. Ja, ich mach das erst, wenn ich da bin, weil so habe ich zumindest noch mehr Schuss auf dem Weg dahin. Ja, ne? So. Oh, holy shit, ey. Du dumm, du dumm. So, ich lauf jetzt da durch. Hope for the best. Auf das Beste. Vorsicht. Ist hier nicht ein Licker? Da ist einer im Büro, oder? Ich höre schon wieder. Der ist schon dumpfig. So. Also ich will hier hin, ne? Mhm. Das heißt durch Büro. Durchs Büro. War da nicht noch einer hier gerade? Den wir da gelassen haben. Da ist einer, ja, Vorsicht. Der steht nämlich meist dran. Ja, und gleich ist auch abgehauen. Flasche wieder rausgekommen. Ja. Aber es kann doch sein, dass er direkt hinter dir um die Ecke steht. Nice. Soll ich mal laden? Mit der 1 Munitionsart wechseln. Kann ich nur, ich kann nur einen Schuss du hast, drin haben, ne? Kannst immer nur einen, ja, und du hast auch, glaube ich, nur Brand dabei. Okay. Gegen Licker Brand ist fantastisch. Kannst du nicht viel falsch machen. Okay. Ich gehe in die Dunkelkammer. Vorsicht. Momentan ist gut. Ich will ihn nicht dumpfen. Wobei, wir könnten theoretisch auch jetzt erstmal. Nee, ich hole erstmal die Sachen von oben, ne? Das Schöne, weil was wir haben ja die Statue auch aufgemacht, also wir haben den Weg nach unten hin. Ja, mach vielleicht mal einen neuen Speicherstand. Achso, ja, ich mach gleich. Was mir so gut an dem Mr. X gefällt, an der Idee, wie man ihn bekämpft, dass man ihm viel hindern muss, was ja schwer, bei uns jetzt schwer funktioniert, aufgrund der Situation, aber zu Hause super, dass man dann auch die ganzen anderen geilen Geräusche gehört, die sie überall eingebaut haben, weil ständig, es ist wie in einem alten Haus, wo du schläfst und schlecht träumst, ständig knarzt was, ständig rumst irgendwo was. Irgendwo hörst du was platschen oder knastern und fragst dich immer, okay, ist er hier irgendwo? Ist er irgendwo? Und dann hörst du auch gerne, wenn er Türen aufmacht oder wenn er
irgendwo durchläuft. Also es ist wirklich abgefahren, wie sehr man dann plötzlich die Soundkulisse bemerkt und dadurch dann auch bewundert. Also das haben sie echt gut gemacht. Das ist wirklich was für Headphones, wo du mit dem Kopfhörer dann da sitzt und sogar hörst, wo er ist. Darf man echt nicht unterschätzen. Ich kann echt nicht wirklich viel am Spiel mäkeln bisher. Also nix, ne? Man fährt, also außer fast meine, nix. Die Kosten, die ich für meinen Herzdoktor dann ausgeben muss. Ja, ich suche auch immer nach Sachen, die nicht so gut gelöst sind. Und aber eigentlich ganz wenig. Ne, du musst ihn, glaube ich, vorher noch untersuchen. Kann es sein, dass er jetzt weg ist? Weil wir hören ihn ja. Obwohl, nee, der steht irgendwo. Ich glaube, er läuft einfach nur weiter weg. Es ist schon eigentlich so, dass man selten überrascht wird, wenn man genau darauf achtet. Weil man wirklich hört, ob er näher kommt. Aber wir sind ja hier gerade sehr beschäftigt. Meine lieben Stars-Kameraden. Ach, den hatten wir das auch. Hatten das wir ist schon. Dieser komische Chris Redfield, ne? In genau. Like sie sagt dann immerhin nochmal dazu: Ja, das klingt nicht wie mein Bruder. Okay, alles hier geholt. Jetzt können wir das hier mal aufmachen, weil wir sind das letzte Mal weggelaufen, weil hier Mr. X von hier gekommen ist. Ja, lass vielleicht auch noch mal die Wäschekammer gucken. Ja, mache ich gleich. Hast du den wieder mitgenommen, oder? Den USB? Ja. Wir brauchen den nämlich später noch mal. Genau. Die Schlüssel. Nanu? Ja, aber das ist glaube ich, schon da gewesen. Und jetzt sind wir nämlich in der Bibliothek. Na, endlich. So, wir könnten eigentlich in die Eingangshalle jetzt erstmal runter. Wir sind ja gut mit Waffen versorgt und können erstmal gucken, was da unten weitergeht. Oder? Okay. Vorsicht, falls hier noch einer. Sieht aber gut aus. Ja, da haben wir uns nie hingetraut, weil wir beinahe. Ja. Ah, drei Schuss. Das ist ein Witz, oder? Warum auch nicht? Geben die, da vorne ist er. Ja. Geben den Gegner wie Mr. X und dann geben sie die drei Schuss. Das ist deren Ernst. Ah! Ist mir jetzt egal. Ist aber okay, auch, so egal ist das schon Verschwendung, ja? Oh, bitte, nee, bitte verschwend die jetzt nicht alle. Ah! Wo kommst du denn her? Ich bin nicht tot. Oh, Arschficker. Kommst du hier runter? Nee, da kann er nämlich nicht, weil er den Kopf einziehen muss. What the f? Ich sag auch noch, da, wo ist er denn? Wir was geht denn hier? Okay. Ja, Entschuldigung, den habe ich mir einmal erlaubt. Ja, ist okay. Manchmal. Aber, also, muss man auch. Komm, aber. Guckst du, wie viel wir hier haben? Theoretisch geben einem viel mehr Munition als Gefühl von der als von den normalen Schuss jetzt hier gerade. Ja, stimmt. Es liegt auch an den Feinden, dass die jetzt ein bisschen mehr Licker dir entgegenschießen. Hatte ich nicht noch hier? Achso, das können wir. Was mal haben wir denn eigentlich jetzt? Die Tür ist jetzt zu. Oh nee, die ist immer noch offen. Die ist immer noch offen. Ja, Marvin hatte sie zugemacht. Das heißt, wir können eigentlich jederzeit wieder zurück. Das ist gut. Deswegen ist auch im Haupt kein Speicher und keine Kiste, weil man hier quasi jetzt die Kiste hat. Und das ist für gar keine der Waffen hier, das, was wir haben als das Add-on. Ja, ist auch kriegen, nicht für die MP. Kriegen sicher noch eine. Ja gut. Ich schaue auch nicht. Schon komisch. Hatten wir nicht noch einen? Ne, wir hatten keinen Schießpulver mehr, ne? So, die Frage ist, den Dongle brauchen wir nicht. Die Feuergranaten will ich da lassen, also hier. Die eine Pistole können wir wegmachen dann, ne? Ja. Soll ich lieber die MP mitnehmen? Genau. MP, die ganzen Schüsse, also mindestens ein volles Schussmagazin sind 200, also da kannst du viel mitnehmen. Ja. Wir mal alles vernünftig sortieren. Aber willst du echt? Ja, kannst du nicht. Achso. Lass doch mal zwei, oder? Also. Ihr mit eurem Item-Horten, das geht mir echt wahnsinnig auf gegen den Strich. Das ist alles wieder dein, immer alles dabei. Wieder deiner Natur, ne? Einen runter noch? Ja, ich mache einen neuen Safe. Na, ich will irgendwie, ich mache das bei Subnautica oft auch falsch, dass ich viel zu viel einpacke, wenn ich irgendwo hin schwimme. Aber ich will immer looten können. Das ist das Wichtigste. Also wir müssen das hier auch nicht aufmachen. Frage ist es, was jetzt hier passiert, weil hier kommt ja der Boss mit dir. Jetzt spoiler doch nicht schon wieder alles. Aber wir haben das gespielt. Aber ja, es kommt jetzt ein Boss bald. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob kommt jetzt was anderes. Ist,
ist es nicht, Gregor. Aber bisher war es so ein ganz komischer Mix mit neuen Elementen oder Remake, wirklich wie so ein Remix. Ja, und auch gut. Also, oh, haben wir die Marke? Jetzt brauchen wir jetzt nicht die Marke? Ja, Mann. Das ist echt dadurch, dass es so komplett. Ja, Mann. Also dieses erste und zweite Mal, dass man in das Haus zurückkommt, wird hier zusammengegrapscht in einen Teil. Die Medaille hatten wir sonst so früh gar nicht, ne? Cool. Da ja, da sei jetzt, sagt auch der Chat, USB-Dings mitnehmen. Kommt. Hat extra weggelassen. Und natürlich. Was kriegen wir denn dann nochmal? Die Uzi. Haben wir ja schon. Die Säure haben wir auch. Was kriegen wir denn dann? Ja, ich nehme jetzt nicht nochmal. Also wir können ja nochmal rauslaufen. Ach, da gibt's, glaube ich, für die Waffe auch da so war, eine Verbesserung. Da war ein Upgrade letztes Mal. Ja. Ich weiß nicht mehr, für welche Waffe. Für die Shotgun? Für die Magnum? Und zum beiden Sachen. Wer der Chat den Retro-Soundtrack haben wir leider nicht, weil das ja nicht die Deluxe Special Edition ist. Ja, habe ich bei mir zu Hause. Ich weiß aber auch nicht, so sehr ich den Soundtrack mag vom alten. Also ich finde die Soundkulisse, ja, also dieses Minimalistische ist schon ganz geil, ne? Wo einfach alles eher auf die Soundeffekte geht. Das finde ich auch. Ist hier noch was drin? Oh, da lag auch noch was eben. Ja, ich hol's gleich. Ah, du musst den. Ja, das war das letzte Mal auch so, ne? So, was ist es? Bremspedale? Bremse und Gas? Ah, Schalldämpfer. Okay. Aha, und was noch? Ja, danke. Aber man kann es auch abbauen. Ist aber gut, oder? Lockt dann wahrscheinlich keine an. Finde ich aber eine gute Idee. Also, es gibt ja gerade für die Licker, ist das wahrscheinlich dann eine extrem wichtige Nummer. Ja, genau. Das ist wirklich eine gute Sache, ne? Wenn dann die Licker rumlickern. Die Frage ist es, zwei Item-Slots. Heil-Item habe ich auch dabei. Moment. Hallo? Das wird Cheryl sein, oder? Schätze ich mal, ne? Bevor du jetzt gleich hier durchgehst, können wir ja kurz kleine Werbung machen und dann geht's weiter. Der Gregor ist vorbereitet, es wird gleich einen großen epischen Kampf geben. Wird er ihn überleben? Nee, vielleicht. Weiß nicht. Bis dann. Doch. Zurück aus der Werbung. Wir haben gerade geguckt, es sind fast schon 2 Stunden, wo wir sitzen und spielen. Verging wie im Flug. Verging wie im Flug. Wenn man gejagt wird. Ja, genau. Wenn das Herz pumpt, dann hat man keine Zeit, auf die Uhr zu schauen. Ja, Adrenalin hat heute auf jeden Fall seinen Job ganz gut getan. Bei mir schlägt es immer 13. Ja. Ja. Es war richtig schlimm, aber wir sind jetzt in friedlicheren Gefilden, vermeintlich. Vermeintlich friedlicheren Gefilden. Da ist einer auf dem Weg hier durch den Gang über uns drüber gelaufen und bei Leon war zumindest gleich Action angesagt. Kann ich mich zumindest erinnern an der Stelle. Ich weiß jetzt nicht, was mit Claire abgeht. Ja, wichtig ist der Moment jetzt hier gleich, den wir auch immer wieder gespielt haben. Ja. Dieser erste Moment, wo man auf Cheryl trifft. Cheryl? Oder doch nicht? Siehst du? Mhm. Ah, doch, er kommt. Oh, Bunch. Hello? Hey. It's okay. I won't hurt you, I promise. Do you need help? Here, you can take my hand. You need help. I'm sorry, I can't understand you. You need help. Why? He's right behind you. What? Nicht umdrehen, einfach schnell durch. Da steht die erst nochmal auf, ne? Du hättest da durchkriechen können, Claire. Nee, ich nehme mal eine kleine Pupsknarre. Du wärst an dem so vorbeigekommen. Ich habe ihn mit den Granaten permanent, aber es waren sehr viele, 6, 7, 8 Brandgranaten. Okay. Na, aber es geht. Das funktioniert. Die Frage ist das. Wir müssen ja noch ein bisschen nachdenken. Das muss warten, bis er immer warten, bis er ganz weg ist. Und du kannst die ganze Zeit im Rundlauf laufen. Die ganze Zeit nur so ein Kreis, so ein kleiner Kreis.
Der Chat meinte, man kann ihn sehr leicht mit einem Messer erledigen, aber. Okay, ich habe, glaube ich, gar kein Messer. Ich würde es auch im Ernst. Ich glaube, weiß nicht, ob sie es aus Troll meinen. Oder? Ja, ich. Also. Ich, ja. Jemand, der ist nicht schlecht mit dem Messer, wenn man weiß, wie, weil er nicht so schnell ist. Aber er wird später sehr schnell. Sei vorsichtig mit dem Weg, ne? Du kommst sonst in den Sackgasse. Ja, versuch das mal rumzuhalten. 6-7 Granaten, meinst du? Ja, aber eben, du musst schon warten, bis er durch ist. Ja, ich warte. Wenn das Auge rot ist, dann hast du ihn soweit. Oh, das sieht toll aus, oder? Ja. Und das Beste, ich muss noch mal so gut sehen. Oh, shit. Oh, ich finde auch, ich finde Granatwerfer schon immer eine der coolsten Waffen in Resi. Klar, die Schrotflinte ist halt traditionell. Der Raketenwerfer gehört dazu. Okay. Aber der Granatwerfer ist die Weapon of Choice. Okay. Andere Seite? Weiß ich nicht, von irgendwo da kommt er von rechts. Ja. Oh, oh. Andersrum irritiert mich. Und jetzt wird er auch immer wütender. Kommst du her? Kommst du her? Sind schon ein paar mehr Schuss gewesen jetzt, ne? Na, wieso? Du hattest 9. Jetzt hast du 5 Schuss. Also oder, ich hatte, oder 6 Schuss, glaube ich. Ich hatte, glaube ich, mehr. Aber egal. Ich versuche das. Jetzt müsste er da hinten, müsste die Katze hinkommen jetzt. Oh shit. Oder er ist noch nicht wo tot. Bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da ja. Bist du. Der ist schon fast durch. Sieht gut das Auge an. Der ist schon. Wo ist er? Bist du in die falsche Ecke gelaufen? Der hält hier schon mehr aus, habe ich das Gefühl. Fucking mehr. Aber aus. Du machst das einfach weiter. Ja, aber scheinbar, der Chat sagt auch, es wäre vielleicht eine andere Waffe besser gewesen. Okay. Eine Granate kommt, das ist jetzt aber der Finisher. Ja. What ifs? Ist doch gut, wir haben so viel von dem Kram. Ja, ja. Also Muni, überleg mal, was wir letztes Mal an Muni übrig hatten. Eben, ja. Lieber, lieber alles verwenden, als dann am Ende dann, ja, in den Äther, in die Kiste packen. Da ist die Muni da, weil. Noch nicht perfekt schießen. Jetzt kannst du schön alles nochmal aufsammeln. Ja, jetzt kriege ich wahrscheinlich ein halbes Kraut und 3 Schnürsenkel. 3 Schnürsenkel? Hey, little girl. It's safe now. It's over. Are you sure? Yeah, I promise. Everything's fine. I just need you to lower that ladder for me. Will you help me find my mom? Your mom is down here? I think so. I hope so. Yeah, of course. I'll help you. Woher hast du es nicht machen können, ne? Mein Kind. Also, ja. Das ist schon wahr, sie hätte uns auch ein bisschen helfen können. Also die Ecken waren es, ne? Während ihr Vater ein Auge auf uns geworfen hat. Ja. Chat sagte schon, leichte Bindehautentzündung. Das war aber geil, hast du gesehen, mit dem ganz rot, alles ganz, ganz rot. Ekelhaft, der kommt damit nicht durch die Führerscheinkontrolle. Nee. Haben Sie was geraucht? Zeigen Sie mal, Ihr Auge ist doch ganz rot. Ja. Zeigen Sie mal Ihren Arm. Peter, hol den Suchscheinwerfer. Ich will das Auge untersuchen. Und dann in dieses riesige Auge so leuchten. Ja, ja. Ah, das sieht. Der das muss, sieht er muss da mit einem Trucker rein, also mit dem Truck hinfahren, damit er das reinleuchten kann. Ah. Was ist das? Ja. Immer noch. Wahrscheinlich habe ich gerade so sehr Augenbilder haben wir. Was? Wir sollten ja eh gleich in einem Safe-Raum ankommen, damit wir sortieren. Nimm mal einen Krautträger. Nein!
halt doch noch einen Schluck aus. Ich finde das auch. Lass uns doch ruhig. Was ist das Problem? Ich will doch jetzt kein gutes Kraut verschwenden. Dann hast du am Ende lauter blaue und rote Kräuter übrig, die du nicht benutzt. Das ist nämlich der Albtraum. Das ist der Albtraum eines jeden Resident Evil-Spiels, dass am Ende nur noch diese Mischkräuter zu haben und nicht mehr die Grundlage. Deswegen darf man Grüne nicht einfach so. Das macht mich immer fertig, wenn der Colin. Wenn Fabian sagt, ja, nimm doch mal. Nimm doch schon mal ein kleines. Nein! Nein! Man nimmt nur in extremer Rotlage und dann auch nur ungern. So, what's your mom like? Umbrella? That big pharmaceutical company? My mom's always at work. I don't get to see her much. Wir haben irgendwas noch verpasst, Schammer. Irgendeine Pflanze? Achso, wir kommen ja noch weiter. Wir gucken später. Ja. So, where's your dad? Das ist das beste Item im ganzen Spiel. Ich freue mich immer so. Wow, both of my parents are gone. It's just me and my brother. Oh, I'm sorry. Don't be. It means we've got something in common, and that's a good thing, right? Er hat wenigstens einen Bruder. Ja. Ja, komisch, ne? Warum ist er? Wo ist das? Warum ist da nichts? Vielleicht noch weiter? Nee, oder? Wir sind die, wir sind die Treppe raufgekommen, aber hier ist ja noch dieser Raum, in den wir nicht reingekommen sind. Ja, geil. Verzichten. Oh, immer noch. Oh, ein Kraut. Ja, okay. Schön. Das ist das hier. Also, jetzt kann mir nicht sagen, dass sie da nicht durch konnte. Wirklich. Trotz des neu designten Hinterhofs kommt sie da durch. Ja. Gerade. Nachdem wir es mit Leon durchgespielt hatten, ist jetzt übers Wochenende nochmal die Leon-Kampagne mit der Freundin gespielt. Ja. Und sie meinte, ich bin auch natürlich angeschlagen mit Leon so rumgerannt. Wir brauchen ja keine Kräuter, wenn denn unnötig. Natürlich, die wir brauchen keinen, da wo wir hingehen. Sie hat sich scheckig gelacht, weil sie meinte, Leon stöhnt so, als wenn ich eine Jacke anziehe und raus in die Kälte möchte. Immer ja auch diese gleichen Geräusche. Hier kann ich rüber speichern. Neu gemacht. Ja, Neißenstein, sage ich dazu nur. Ja, ich versuche ja gar nicht mehr rauszugehen. Entweder komplett hier zu leben oder eben dann aber so möglichst wenig Transportwege von A nach B meines Körpers. Ja, muss man auch nicht. Also wenn man nicht muss, dann muss man nicht. Jetzt sind wir. Warte mal, ich weiß, wo das da wieder hochgeht. Sind wir jetzt in dem Parkhaus? Das ist der. Ja, genau, unten die Garage. Here. Come on. Over there. Okay, das kommt mir jetzt tatsächlich bekannt vor, weil das ist der Part, den ich bei Capcom mit Claire gespielt habe. Hat ab hier angefangen. Ja, wenn die roten oben leuchten. Bei dir war die hier offen? Die sind jetzt erstmal alle zu. Ja, dann sind zu. Denn es ist Cutscene Time. Oh, Hammer. Ah, geil, jetzt einer meiner Lieblingscharaktere. Need a keycard. One. Here, come out. You're sure this is the way? This is how my mom took me last time. Sherry? I've been looking everywhere for you, Sherry. Brave little girl to leave your house in the middle of this mess. On the ground, hands behind your head. You can't be serious. On the ground, now. Sherry? Tie her hands. Why are you doing this? Shut up. Tie her. Okay, then. You tie her up now, or she dies. Funktioniert immer bei Kindern. Die sind nämlich doof. Die machen einfach alles. Wie geht das nochmal mit dem Knoten? Nein, das sind solche. Das waren diese, genau, diese. It's all about.
keine richtigen Handschellen. Ne? Die Ripcords, wie er sie gemacht. Sherry, come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. If you hurt her, I swear to God, my brother is Starson. I will fuck. Ah, dieser Tritt, ne? Sherry, das ist so gut. Das ist so assig, man hasst ihn so sehr. What's your name? What's your fucking name? Claire! Sherry, you come with me now or say goodbye to Claire. Okay, okay, I'll go. You better be taking me to my mom. Absolutely. Shit. Stop hurting her, please. Don't tell me how to do my job. Stop. Don't do my job. Let me go. Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Go, yes, we will. Let me go. Er ist ein großer Sympath. Ich glaube, ich wähle ihn. Der tut was. Der packt wenigstens an. Der nimmt die Dinge in die Hand, Gregor. Der lässt es nicht andere machen. Das ist nur ein Bürgermeisterchen. Der nimmt auch Dinge in die Hand, die man nicht in die Hand nehmen sollte. Es wird ja nicht mal impliziert. Es wird impliziert, dass er ein Mörder ist und Frauen... Ein Serienkiller, könnte man fast sagen. Aber er ist kein Pädophiler bisher. Er hat wirklich, Sherry hat da nur Bock, weil er, glaube ich, Umbrella versprochen hat. Wir hatten die Diskussion ja schon mal, als die ersten Cutscenes und so weiter aufgetaucht sind. Das ist ja ein Typ, der sehr davon auch profitiert, dass wir es hier mit wesentlich besserem Acting zu tun haben. Und einfach, also, oh ja. Der war natürlich schon arschlöchrig drauf im Original, aber es war auch schon einigermaßen cheesy. Er wirkt eher wie, so, ja, wie einer, der verrückt geworden ist angesichts des ganzen Wahnsinns. Ja. War mir zu viel. Einmal sauber. Wir können einmal noch mal mischen. Endlich ist das Kind in Sicherheit. Ich mag den Chat heute. So. Ja. Wahrscheinlich ist das Kind am Ende sicherer bei ihm als bei ihr. Das ist schon wahr. Das ist wahrscheinlich. Deswegen wird sie jetzt auch von der Story weggenommen. Und für die MP hier haben wir leider keine. Das ist nicht für die MP das erweiterte Magazin. Da fehlt uns noch eine Waffe anscheinend. JMBHP3. Keine von denen hier, ne? Ich habe eben leider im Chat schon einen kleinen Spoiler gelesen zu den Waffen. Und zwar in Weskers Schreibtisch ist unsere Uzi-Magazinverlängerung. Die wir auf jeden Fall haben sollten. In Weskers Schreibtisch im Star-Büro. Nee, die will ich nicht. Aber das ist für später. Das ist für später, ja. Also gut, dann, wir nehmen auf jeden Fall den Granatwerfer mit. Okay. Wir kriegen die Quick-Draw-Sachen und ich würde die MP nehmen. Ja, gute Sache. Das sind auch geile Waffen, weil die Granatwerfer nimmt nicht so viel weg. Es gibt für den Granatwerfer auch noch eine Verlängerung. Dann hat er zwei. Säure erstmal mitnehmen, weil Brand haben wir erstmal eine. Ist gut, ja. Und MP-Munition, genau. Und die hier. Das ist doch perfekt. Jetzt noch ein Spray oder so? Ja, oder Kräuter? Das reicht. Oh, jetzt vielleicht noch ein Defensiv? Ja. Und vielleicht? Nee, jetzt reicht es. Das reicht. Aber ja, ab und zu mal sortiere ich das ganz gerne nochmal durch. Guck mal, Health-Items sind wir ja ganz gut versorgt. Im Moment. Okay. Noch speichern und dann bin ich ganz happy. Ah, guck mal, ne? Du kannst sie jetzt mit... Ah, und weil ich eine Kugel drin hatte, die kann ich drin lassen, weil sie den Itemplatz wegnimmt. Ah. Ist das so? Ne, jetzt, guck mal, jetzt nimmt sie den Itemplatz weg. Aber ja, wenn du ja, die Säure gerade drin ist. Jetzt nimmt es keinen weg, ja. Ja, okay, nice. Bist du gleich mal wieder? Ach klar. Ja, also ich meine, den Part, den hatte ich schon gespielt, ich habe ihn noch so ein bisschen im Kopf, aber das ist, glaube ich, ein bisschen frischer, wenn du da jetzt rangehst. Ah Gott. Ach ja, Entschuldige. Ne, das ist, müsste eigentlich der auf Kamera. Nee, jetzt hast du es nochmal invertiert. Oh. Jetzt hast du die X-Achse invertiert. Jetzt kommst du gar nicht mehr zurecht. Ich kann nichts dafür, dass die Lobby der Leute, die nicht richtig spielen können, Mainz als invertiert bezeichnet. Wobei Mainz das Korrekte ist. Komisch wäre, wenn du nur beim Zielen invertiert machen würdest oder so. Irgendwas. Es gab, nur beim Zielen muss man die Folge. Es gibt irgendein beknacktes Spiel, ich will sagen Silent Hill Homecoming oder so, wo du invertieren konntest, aber das Invertieren nur für die Kamera galt und nicht fürs Zielen. Und das Zielen dann wieder, du konntest es nicht abändern. Also war ich kurz davor, so ein Fenster zu springen. Die große Diskussion im Chat ist entbrannt. Es geht darum, wie viel Munition man im Original hatte. Als jemand, der ja auch das Original gespielt hat, muss ich sagen, man kam eigentlich in allen Resident Evils immer mit viel Muni ans Ende. Mhm. Vielleicht habt ihr da andere Erinnerungen. Ich will es nicht zu 100% sagen, aber ich glaube, dass es
immer zu viel Muni gab. Immer, also das Typische, ob es jetzt da drüben kannst du hin und hier lang, ne? Ja. Da drüben war auch genau. Eine offene Tür. Ich glaube, ich muss aber erst hier lang. Das typische gebrannte Kind-Phänomen eben, ne? In einem Spiel hast du mal zu wenig Muni gehabt oder. Fuck. Säure für die. Leider. Oder, warte mal. So dass, Feuer du am Ende immer, besser, so dass du am Ende viel mehr über hast. Das geht mir bei Rollenspielen genauso. Klar, ich benutze keine von den Heil-Items. Und dann ist das Spiel vorbei und ich habe 20 Ethers und Phoenix Downs. Und ja, es fühlt sich ja gut an, sag ich mal, die alle im Archiv zu haben, so für später. Aber wenn du da, ich find's genauso traurig, wenn das Spiel durch ist und ich nie die tolle Waffe benutzt habe oder nur einmal die Granate oder so, weil man sie sich natürlich aufhebt. Es soll nicht so sein. Das Beste wäre, wenn das Spiel zu Ende ist und du. Oh. Der frisst nämlich. Wie frisst er die Hunde? Ah ja, die Hunde sind. Zwei Hunde. Zwei Hunde sind tot, genau, aber da sind zwei Licker. Ui. Wenn ich jetzt ganz komme, ich nehme ihn ganz nah. Das mache ich extra so nah. Was das? Weil damit müsste er dann tot sein. Hingegen der zweite, wo ist der zweite? Eben war er noch oben. Da. Da ist er. Oben, über dir. Och, wie hat er mich denn jetzt gesehen? Ja, du hast ihn. Ich habe ihn nicht mehr bewegt. Nee, doch, doch, warte. Wir warten, aber ich glaube, es reicht nicht. Reicht nicht. Nein, der ist noch nicht. Oder? Nee, reicht nicht. Zwei müssen aber reichen. Aber da sieht man ganz gut die Unterschiede. Zwei Säure, ein Feuer. Reicht das? Ach komm. Nee, das. Geil, jetzt kann man sich das mal angucken. Die sind so gut designt. Ja, die Licker sind super hier. Also nicht zum Spielen, aber zum Anschauen. Die sind so ekelhaft. Kannst die auch hinten so einen komischen Wurmfortsatz. Das ist das Steißbein. Das ist das Steißbein, was rausguckt. Ja, ach, das ist das Steißbein. Das ist nicht der Schwanz, auch wenn es hier gerade so aussieht. Nein, das ist aber hinten wirklich so. Das ist voll abgefahren. Es ist gerade, also hier irgendwelche, in irgendeiner französischen Küche sind die gerade sehr, als der Bon, c'est bon, Froschenkel. So sieht es ein bisschen aus. Ja, das sind die größten Froschenkel der Welt. Ich will sie nicht probieren, aber verdammt, sie müssen lecker sein, glaube ich. Jetzt auch so verbrannt. Also so ein, du kannst aber jetzt kannst du tatsächlich mal ein Health-Item nehmen, du bist ja auch rot. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben keins mitgenommen. Ja, ich habe eins nehme ich natürlich immer mit. Wir kommen eh bald wieder zurück zur Kiste, also so hoch wie gesprungen. Und guck mal, die durch die Doggy-Türen würden die Lecker wahrscheinlich auch durchkommen, ne? Würde ich sagen, die da unten sind. Hier konnten die Hunde ja durch. Das ist recht, ja, da kommen die auch durch. Gab es Hunter in Resi 2? Ja, na, klar. Die Hunter? Die klassischen Hunter, also die aussehen wie die Riesenfrösche. Gab es die? Ach so. In Resi 2? Oh. Nein, ne? Das sind ja die Hunter, die Frösche. Stimmt, ich hab die gerade mit Licker, ja, ich hab das verwechselt. Ja, die Hunter sind ja diese, nee, haarlose Affen soll es sein, aber ich dachte immer, es wären Riesenfrösche, so sahen die aus für mich. Ne? Ja, ich finde, die sehen eher aus wie Frösche. Wenn du ins Haus zurückkehrst das erste Mal, dann sind sie statt den Zombies da und springen und köpfen dich mit einem Schlag. Und ich glaube, im zweiten gibt es keine. Vielleicht ganz am Ende mal ein, zwei oder so, aber nur sehr, sehr wenige. Was wir auch nicht gesehen haben, sind ja ein paar Gegnertypen. Leon hat ja gar nicht mit Spinnen oder sowas zu tun gehabt. Leider nicht. Eventuell ist es ja. Gibt's ja auch nicht, nein. Vielleicht, sind sie nicht bei Claire mit dabei? Also, ich weiß es natürlich nicht, aber ich habe gelesen, nein, es gibt keine Spinnen. Keine Spinnen diesmal? Ich fand es schade, aber das nehme ich an, dass sie sich das als neuen Typus für Teil 3, der ja definitiv kommen wird, aufheben. Ja. Oh, warte. Achso, ja, der hat den Schlüssel und dann steht er auf. Genau, erstmal alles andere. Ich habe übrigens versucht, ein bisschen Druck zu machen bei Capcom. Habe ich einen Tweet gemacht. Ja, wo ich wieder hier, Capcom, was ist denn eigentlich mit Resident Evil 3? Und noch meinen eigenen Trailer da verlinkt. So. Ich hoffe, das bringt was. Ja, die sind, also die sind auch, eh schon dabei. Ja, also ich hoffe mal, weil die haben ja ab und zu mal sagen müssen, hey, wenn der Fanzuspruch groß ist, dann könnten wir uns Resident Evil 3 überlegen. Interessant wäre es für mich, ich glaube, die können jetzt nicht verzichten, auf dieser Schiene weiterzumachen zumindest. Resident Evil 8 ist ja klar, dass es kommt. Ja. Ich würde aber tatsächlich bevorzugen, auch wenn das geil funktioniert, gib mir lieber Remake 3 und Remake 1 und Remake Veronica eventuell, dass wir die in einer komplett neuen Fassung hier da haben. Das sind die notwendigsten erstmal. Genau. 3, Code Veronica. Und macht von mir aus gerne mit Resident Evil 8 aus der Ego-Perspektive weiter, weil das hat ja auch geil funktioniert. Ja, man sollte jetzt gar nicht versuchen,
zurück zu gehen. Ich will jetzt eine Ego-Perspektiven-Trilogie haben, ne? Wir hatten die ganz klassische 1, 2, 3 mit der festen Kamera. Wir hatten das Action Resident Evil 4, 5, 6. Und jetzt will ich den Survival Horror aus Ego-Perspektive in VR. Ey, wenn die smart sind, machen sie es auch genauso. Moment, liegt hier noch irgendwo einer rum, den ich jetzt gleich. Nee, aber kommt einer zu. Ja, doch, da hinten an der Tür liegt er. Der Typ steht nochmal auf, ja. Kann ich den jetzt schon? Kannst du den. Du hast eine Granate, ich glaube kein Messer. Kein Messer. Kannst du mit der MP mal gucken, wie gut die ist, ne? Dann kommst du. Die hast du jetzt auch einen Silencer. Sollte man das jetzt schon machen? Schieß mal ein. Hallo? Ja, weil aufstehen tut er sowieso. Reicht erst. Nein, reicht nicht. Du hast schwarze Käse aus seinem Kopf gemacht. Ey, immer noch nicht. Den lad nach. Wir haben einfach keine Power. Okay. Ja, MP ist. Ist nicht so gut, oder? Ist nicht so nice. Weil, steh dir nochmal auf. Keine gute Treffer. Dann nimm die normale Pistole. Ne? Weil da kommt ja gleich nochmal der Typ. Es ist gut, wenn du jemanden schnell loswerden willst. Okay. Aber ansonsten eher nicht zu empfehlen. Bei dem Raum muss ich sagen. Bei dem hatte ich mehr Schiss im Original. Ne? Das ist ja der, wo du reinkommst und auf einmal dann alles voll ist. Hast du den Schlüssel schon genommen? Mann, das wollte ich nicht. Aber es lässt sich leider nicht anders triggern. Kann ich jetzt schnell abhauen? Ja. Alter. Guck dir den Typ an. Das ist mal ein Motorradunfall. In der Fresse gehabt, die Granate. Puh. Und deswegen. Kannst du mal gucken, wie viel ist da noch? Ist da noch Zunge oder. Da ist wirklich nicht mehr viel übrig. Und ihr wisst, Leute, Helme tragen. Beim Motorradfahren. Ob der nochmal aufsteht. Guck mal auf die Map. Wo könnten wir denn jetzt hier lang? Moment, da war noch was auf der Karte hier. Ah, das ist. Genau. Nehmen wir noch schnell, oder? Das können wir dann mischen. So, hoffentlich. Granatwerfer und Muni. So, ist hier. Ne, beide Lecker ist hier gekriegt. Eigentlich weg sein, da dürfte nichts mehr sein. Die Hunde auch nicht. Hier lag irgendwo gleich. Da ist es. Wo denn? Ach, da. Können wir gleich im Safe-Raum mischen. Ich glaube, von hier kannst du den nicht, ne? Das ist der Leichenraum. Genau. Und du musst, hier brauche ich. Hier brauchst du Kurbeli. Ja, warte, lass kurz nochmal. Ja, die hier. Ach, wir haben auch schon mal uns einmal angeguckt. Ja. Dann wieder zurück. Knapp eine halbe Stunde haben wir noch. Wir kommen aber auch ganz gut voran, oder? Ich finde, wir kommen super voran. Ich habe gestern noch. Ich habe gestern 4,5 Stunden für die Stellen gebraucht. Wir kommen jetzt bald an eine Stelle, ne, an der ich quasi da war. Aber da ist ja bei A und B chronologisch, kann man schwer vergleichen. Wer weiß, wie viel du hast. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich bin schon relativ weit und hier sind wir jetzt auch fast so weit. Licker nochmal, oder? Ficker. Ich habe es nicht gesehen, dass der da oben hängt. Hat sich gerade so angehört. Hast du eine Waffe? Ich wollte, wenn ich schieße, dann weiß er, wo ich bin. Jetzt weiß ich schon, wo du bist. Aber er ist doch blind, wenn ich stehen bleibe. Wie will er das denn wissen? Ist er der Devil oder was? Geh durch die Tür gleich, dann kommen wir zumindest. Aber du meinst links rum, oder? Ich könnte auch rechts rum. Geh in die Tür links rum, in die Tiefgarage, weil da gehen wir lieber. Oh nein. Ja, Mann. Ich meinte ja eigentlich gerade, ich wollte ja nur wissen, ob. Okay. So. Ich weiß nicht, ob die hier reinkommen. Komm, Licker durch Türen. Du machst mir ein bisschen Angst. Du hast kein Health, Irbert, mehr. I make it for you. Mache Spiele Drück die Tür ganz langsam auf. Ich glaube, die kommen nicht rein. Schwer hören. Oh, da war er oben an der Decke. Oh, shit. Scheiße, jetzt hört er mich nicht. Noch einer. Schnell nachtanken. Nur eine Flashbang, aber. Oh Gott. Ist die beiden tot. Oh Mann. War doch ganz gut. War ganz gut. Vielleicht ist hier noch ein Kraut. Das wäre geil. Ah, da ist der Autoschlüssel drin. Guck mal, ob die nochmal aufstehen. Ja, gleich. Hier mit denen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, gleich für den Koffer. Für den Kofferraum. So. Ah, hier super für den Schlüssel. Auf dem Schießstand war doch, glaube ich, noch was. Wir müssen ja, irgendwie das sind die, die eigentlich hier hinten... Den, ja, die hier, die im Schießstand herumlagen, ne? Und noch einer. Boah, das ist vorne im Sack. Ich dachte, doch, da ist noch was. Guck mal da auf, ist ja, noch was, da. Ja, natürlich. Scheiße. Aber du kannst ja mal zwei Kräuter mischen schon mal, oder? Ja, aber unter Protest. Pack, ein grünes haben wir noch im Schrank. In der Kiste. So. Kann ich jetzt nicht? Achso, ich muss ja noch einsammeln vorher. Ja. Ja, dann nimm die Flame Round besser für den Lecker gleich, oder? Achso, guck erstmal gleich, ob die nicht nochmal aufstehen, die Penner, die vor der Tür liegen. Ich glaube, den einen hast du den Kopf zerschossen. Bei der anderen weiß ich nicht. Okay. Hier ist erstmal gut. Da, nee. Ach, da ist so eine Figur, die habe ich schon abgeschossen. Ah, okay, dann das gilt dann über beide Adventures rüber wahrscheinlich. Dann heißt aber auch, dass wir letztes Mal welche verpasst haben. Müssen wir noch welche? Ja. Das müssen wir eigentlich noch machen. Die einmal alle finden. Ja, gibt irgendein schönes. So. Weiß ich nicht. Hier ist bestimmt irgendwas, was ich falsch habe. Haben wir alles? Ja. Hier gehen wir nie wieder rein, also ist mir jetzt auch egal. Da liegt noch ein Arm. Du musst durch diese Tür durch. Ganz empfehlen. Aber hinter uns wäre. Was denn da? Was ja, wäre da? Aber lass, du hast keine Energie. Ich würde erstmal Energie holen. Okay, aber ist da nicht auch ein Safe-Raum oder so? Nein, der ist noch zu. Der ist eh zu. Dann kannst du das, glaube ich, später, wenn der Generator den Strom wieder hat. Ich höre auch nichts jetzt. Okay. Hoffentlich kommen die Hunde erst später. Oh ja. In der Mitte ist der. Da vorne ein Hund, oder? Neben dem. Oh, nein. Nein, das sind Hüte, glaube ich. Okay. Gleich Richtung. Zum Loch. Zum Loch. Ja, ja. Zum Loch. Zum Loche treibt es hin. Kurz noch oder einmal den Schlüssel, ja. Untersuchen. Jetzt keine Hunde, bitte. Ich habe auch kurz überlegt, lockt das jetzt Hunde an? Das wird ganz schön. Betrieben. Ja. Ah, dafür, dass wir die Erweiterung haben in der Kiste. Wir haben zu viele Waffen. Ja, kannst ja gleich nochmal durchsortieren und gucken, was sich lohnt. Wir müssen mal ein oder zwei Waffen leerballern. Das war echt knapp. Dass jetzt eben mit der, also, dass die in dem Schießstand direkt neben der Tür sind. Nur zur Erklärung, warum wir das nicht wussten. Die stehen normalerweise hinten da, wo geschossen wird. Die liegen noch, die kommen erst, wenn wir später. Und deswegen flüchtet man da rein, weil man denkt, ja, da bin ich safe. Nee, es ist so geil gemacht. Aber wir können das natürlich jetzt nicht riechen. Ja, also jetzt kannst du dir ein Spray gleich rein. Okay, jetzt will ich erstmal. Die würde ich gerne hier behalten. Die und da. Da hast du das Upgrade-Ding in der. Ja, Moment. Die alle. Okay. Die Quick Draw ist, glaube ich, die wir sonst. Nein, scheiße, es ist, man, das ist die falsche, ne? Ja, ja, nee, das sind. Ist das das Magnum-Äquivalent? Ich weiß nicht, was es ist. Könnte sein, ja. So, jetzt schauen wir erstmal die Brandgranaten, nehmen wir natürlich mit. Ja, kann man kombinieren. Den Film können wir verstauen. Ich würde mir gerne mal ein Spray reinpfeifen. Ja, genau. Und dann den Film. Aber jetzt nicht. Habe ich noch Muni, hier Muni-Dings. Pulver, genau. Ja, aber genau, ich glaube, wenn du die beiden benutzt, dann hast du. Ja, dann kriege ich normale Pistolenmunition. Die will ich aber nicht dafür. Aber weiß mit dem müsste hier sein. Säure. Säure. Ja. Okay. Ja. Oder? Ja. Ja, Feuer. Ich weiß nicht, wie man Feuer herstellt, um ehrlich zu sein. Vielleicht zwei weiße zusammen? Keine Ahnung. Hm. Ich glaube, dann kriegt man Magnum oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte mir vorstellen, es gibt eine Möglichkeit. Ups. Oh. Okay, benutzt das doch schon gleich mal. Nein! Sag mal, Simon! Ganz kurz. Zwei. Oh. Use it. Ja. Und hol dir noch eins, ne? Echt? Ach, ja, aber wir kriegen gleich wieder. Nee, aber ein Highlight-Item sollte man immer dabei haben. Ihr lasst einen aber auch nicht so spielen, wie man gerne will. Nee. Ne? Das muss schon zu 100%. Schreibt doch YouTube-Kommentare, am besten unter Dark Souls. Zu 100%, wenn dir das so gefällt. Nimm dir
Meine Mutter als hat schon immer gesagt, besser weißt, als ich. Ein ich Heil-Item auf Tasch ist besser als eine Tüte voll Hasch. Erstmal ist es nicht besser. Doch. I beg to differ. Ja, whatever. So. Was brauchen wir denn jetzt? Den Schlüssel, oder? Ja, genau. Du wolltest noch das, genau. Uff. Ja, save du eine Pistole brauchst du auf jeden Fall. Genau, mhm. Und Eddie. Ah, und kombinieren. Nee, wir haben ja, genau, wir wollten das Magazin, wollten wir damit kombinieren. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt entsprechende Munition kriege, wenn wir anfangen. Ach, das ist eine 9mm. Ja, okay. Das ist ja, leider das Problem. Wir haben, das kann aber, gut sein, ja. Guck mal, es ist viel, es ist gut. Nur die Muni, die wir haben, ist nicht dafür geeignet. Ne? Das ist ein Big Quick Draw. Man könnte jetzt den anderen nochmal nehmen. Nimm. Solange wir die damit wir sie verschießen. Wenn sie weg ist, dann ist sie weg. Da haben wir jetzt 31 Schuss dafür. Okay. Moment, das ist schon wieder die falsche, siehst du? Das doch, ist auch wieder 45. Die richtige. Ist ja, wir haben ja 45. Ich hab sie verwechselt gerade. Ja. Okay. Habe ich gespeichert? Ich speichere nochmal. So, nun geht es los. Also was, genau, da wo der Licker war, wir müssten jetzt irgendwie in den. Ach, nee. Du kannst, genau, hoch. Da ist jetzt die andere Tür, die auch grün war. Da bin ich durchgegangen. Da, wo der, genau, ich glaube, wo der Zwinger ist. In den Zwingerclub. Leider nicht die Art von Fun. Wenn ich einen Hundezwinger hätte, würde ich den Zwingerclub nennen. Nur, es ist schon ein Grund, sich einfach einen Zwinger anzuschauen. Naja, nur für es ist, das Wortspiel. Also, naja, eigentlich, ich würde mir sehr, sehr viele Geschäfte nur wegen des Wortspiels zulegen. Ich habe zwar keinerlei Ahnung, wie man sie betreiben würde, aber das Wortspiel wäre es mir schon wert. Wie zum Beispiel, ich hätte ja auch gerne ein griechisches Restaurant. Das Kettensägen-Moussaka. Ist gut, ich mag ja, das. Nein, ganz gut, ich mag das, also ich finde, mit lustigen Namen kriegst du die Millennials von heute. Der ist geil. Achtung. Ich weiß aber nicht genau, außer dass es meine Waffe größer macht, weiß ich nicht, was der Vorteil ist. Da steht ja hier mit zweireihigen Magazinen, du kriegst vielleicht zwei Schuss rein. Oder Nee, aber du kannst mehr laden oder so. Irgendwas ist damit. Ich denke auch, irgendwas ist da schon. Das hilft schon. Schneller nachladen, besser schießen. Ist schon geil. Gute Pulver. Wir probieren nachher echt mal zwei hochwertige Pulver zusammenzumixen. Hier ist noch immer noch was. Kannst du mir mal auf die Spaghetti zoomen? Ich will mal sehen, wie die ausschauen. Hier so ein bisschen vergammelter. Das sieht ja, sowas wird der Polizist da zerfuttern. Vielleicht außerhalb vom Raum? Da war ja noch die gegenüberliegende Wand und alles. Das gehört ja auch noch dazu. Es kann doch sein, dass sie genau die Karte meinen. It's a map. It's a map. Unbefugten verboten. Fick dich! Jetzt geht's nämlich wieder zurück. Und jetzt kommt das Areal, was nur bei Claire anders ist. Also das Areal, was bei Claire exklusiv ist, das wollte ich sagen. Und zwar, du kennst es. Ja, ja, das war ja auch im Original so, dass du im Polizistenbereich nur. Genau. Mit ihr angucken kann. Also genau, den Part habe ich eben bei Capcom auch gespielt. Ach ja. Oh, ein langer Part, den ich aber ganz schön lange spielen. Wahrscheinlich Kampfdaten gesammelt. Ja, so war es dann. Also der Part, den wir gerade gemacht haben, hier noch rein und einen beträchtlichen Part, so eine halbe Stunde plus noch hinten dran. Aber da bin ich dann nicht weitergekommen. So, Polizei Violence, für eure unerschütterliche Unterstützung habe ich Ihnen einen kleinen Betrag überwiesen. Mhm. Ich hoffe, ich kann mich darauf verlassen, dass Sie Ihre Untergebenen weiterhin überwachen. Insbesondere die Überlebenden der Villa. Begleiten Sie sie, falls nötig. Beseitigen Sie sie. Begleiten. Das geht auch. Ich habe Ehre mit dem Umbrella-Hauptquartier. Die Anzugträger wollen die Früchte meiner Forschungsarbeit einheimsen. Aber keine Sorge, der Sturm wird schon bald vorbei sein. Machen Sie nur weiter, was ich Ihnen sage, damit schon alles glatt gehen. Sie müssen das Wachpersonal meines Labors verstärken. Ihre Handlanger sollen auf alle Verdächtigen schießen, egal ob sie getötet werden, selbst wenn es Umbrella-Mitarbeiter sind. Ich stehe kurz vor der Vollendung von G und ich will nicht, dass irgendein Arsch dazwischenfunkt. Erledigen Sie Ihren verdammten Job. Ich habe gesagt, dass ich mehr Wachpersonal brauche. Ist Ihnen nicht klar, wie wichtig das ist, was das Finanzielle betrifft? So kann ich alles bezahlen, wenn ich erst die Macht habe. Vorher nicht. Kapiert? Sie sind nicht unersetzbar. Wir sehen ja, BB-Initialin, armer Bruder. William Birkin. Warner Brothers. Achso. Warner Brothers. Ist das nicht die englische Übersetzung davon? Die haben so Finger überall drin. Ja. Hier, das ist jetzt interessant. Okay. Der Hirsch, ne? Es ist jemand, der. Ich habe einen Hirsch geschossen. Taxidermie macht oder so. Taxidermie, wir sehen ja überall hier verteilt. Taxidermie auf Deutsch. Ja, aber heißt das Taxidermie? Taxidermie heißt auf Deutsch, ja. Aber es hat doch nur ein Ausstopfen. Ausstopfen. Ja, Ausstopfer. Taxidermie ist aber der Fachbegriff. Stopftiere aus und auch alles andere. Also, der hat hier einen Hirsch gemacht.
hier, sibirischer Tiger, bin fast gekommen, als ich ihm den gelben Bauch aufgeschlitzt habe und seine dampfenden Eingeweide herausquollen. Ich rieche immer noch nach Raubtier. Das ist das wahre Leben. In meinem Kopf, Minimats, Star Wars, wo er dem, den Bauch und dem in den Wampa reingeht. Und dann ein animiertes GIF vom Polizeichef, der dann daneben steht. Aber es ist kein Spiel mit Bart. So, und jetzt kommt's nämlich. Nee, Schwein, Weibchen, 22 Jahre alt. Moment. Raccoon City, 1,60 Meter. Ja, das meine ich. Er meint nämlich kein Schwein. Der Körper dieses Exemplars ist weich, schön, komplett weiß und er gehört mir für immer. Er meint kein Schwein. Meinst du etwa, ich will nur nichts... Aber ja, wir kennen das, wo ich... Wir wissen, glaube schon, im Original kommen wir nämlich rein, dann sitzt er da und hier vorne liegt auf seinem Tisch die Tochter des Bürgermeisters so. Ein Fable hat. Und meinst du, dass es damit gemeint ist? Ich denke schon. Hat er Pornos im Regal? Da gucken wir gleich. Das wird gleich noch investigiert. Kurz noch mal im Trophäenraum. Oh. Ja, die haben wir noch nicht. Kennen wir aber schon das Rätsel? Daran war ich dann gescheitert bei der Capcom-Test-Session. Ich habe eins von denen gefunden, aber nicht das andere. Ja, okay. Yeah. What a relief. Aber es hat ein Herz. Ist es ein Herzmuster? Ja. Okay. Es ist okay. Resident Evil. Okay, ich habe gedacht, wir müssen jetzt den Schlüssel finden, um das damit aufzuschließen. Habe ich auch gedacht, dann drehst du es aber einmal rum und merkst, nee, ist doch der Schlüssel. dass man es nicht verschieben muss, finde ich gut. Ah, ja. Kennst du es noch? Ja, genau. Eigentlich so nervig. Bin ich so froh, dass man nichts mehr verschieben muss. Genau, die Schaltschrankteile. Lagerraum Ost und Uhrenturm sind die gleichen wie in vorher. Das wird hart und dafür finden wir dann hier, genau, die. Genau, und da ist. The Keycard. Wie viele er davon da auch hat, ne? Dass er einem richtig dann. Liegen alle auf dem Tisch. Mann, ey. Schloch. Die teasen einen halt echt damit, ganz viele. Ich habe auch gehofft bei Mr. X, dass das hier und das hier einen Unterschied macht. Also eigentlich schon, eigentlich müsste eigentlich, aber ich glaube, man kann normal laufen, nur das hier ist verboten. Rennen ist auch noch verboten. MP-Muni und ist da noch was? Nein. Dann kannst du ja in die Kiste packen gleich alles. Ups, ach so, hier ist es. So, uiuiui, da müssen wir wieder mal. 45er habe ich ja jetzt, okay. Hast du zwei weiße von den Pulvern? Oder? Nee, du hast ein normales, ne? So, oder? Doch. Ja. Die MP hast du da gelassen, dann kannst du auch die MP-Muni da lassen. Wir heben uns die auf für einen Endgegner oder so. Was denn? Wo wir alle reinballern auf denen und es trotzdem nichts bringt, ne? Ja, aber da sind sie wenigstens nicht ganz verschossen irgendwie. Bei den Zombies hat es nicht so viel gebracht. Schlüssel brauchen wir beide. Ich glaube, das ist das Minimum, was wir mitnehmen sollten, ne? 9 mm oder. Ja, gut, die wollten wir leer schießen. Ja, genau. Die und die 25 mm. So kommen Schuss, wir nie zum haben. Schuss. Wenn wir immer doch noch. Wir geben der Waffe doch noch eine Chance. Joa. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie dann die Sachen weitergelöst haben, weil das ist jetzt wohl der Bereich. Sie hat den Herzschlüssel gefunden. Den haben wir mit Leon gar nicht gefunden. No? Das heißt also, gab es mit Leon dann irgendeinen Bereich, wo Claire gar nicht mehr hin kann? Es gab sowas wie. Ups. Es gab einen Raum, wir haben den, der für beides dann, hier, irgendeinen hier, ich weiß nicht wo, aber der hatte quasi zwei verschiedene Schlüssel. Genau, das Schlüssel, war, das, der war unten im ersten Stock, unten links war der, genau. Dass du einmal mit Herz, einmal mit dem anderen reinkommst. Okay, wir müssen hoch, weil hier haben wir die... Ja? Achso, bitte. Ich will kurz an die Zuschauer, wenn ihr diese Raccoon-Puppen, wenn ihr wisst, dass wir in der Nähe sind von einer, sagt uns mal Bescheid über den Chat. Weil ich würde die gerne benutzen und gerne alle abschießen. Wir haben schon 5 oder so. Es fehlen eigentlich nur 2. So. Gibt es denn nur 7? Ich glaube, es sind 7 oder 9. Ganz unten war dieser Spiegelraum. Ja, ne? Übrigens, cool. Können wir jetzt mal zeigen, jetzt wo du es gerade sagst. Hier sieht man jetzt ganz guten Unterschied. Du erinnerst dich, wir sind mit Leon runter und da war das da Fenster schon durch und es war schon so, wie wir es kannten. Es gibt 15, sagt der Chat. Oh, dachte, es wären wir nur 7. Ja, 15 ist dann natürlich. Ja, den können wir einfach noch lassen. Aber der kommt gleich rein, ne? Ist um die Ecke noch ein Brett? Nein, ne? Hier irgendwo war ein Brett, aber es sind mehr. Hier ist noch ein Fenster, glaube ich. Ah, nee, ist auch zu. Ja, dann ist es nur das eine. So. Der wird auf jeden Fall eh rausbrechen. Also, da ist er. Genau, die Dinger sind dann wahrscheinlich Leon-exklusiv. Genau. Und jetzt kommst du hier. Und da passt jetzt das Herz. Und alles jetzt klar. Siehst du gleich
leichte zeitliche Veränderungen. Okay, let me out. Ja, ist natürlich geil, weil man weiß, dahinter ist er wahrscheinlich. Geh mal ran, ist die Spiegelung. Und es ist geil, man sieht den Kameramann gar nicht im Spiegel. Ja, sieht man nicht, ne? Aber weißt du, was für ein Perversling da dahinter steckt? Das ist nicht normale Polizeiarbeit, die da passiert. Hier passiert keine normale Polizeiarbeit. Jetzt würde ich am liebsten eigentlich nur. Also eigentlich will ich die Items holen und dann. Was war hier im Original? Klingelte das Telefon? Oder irgendwas? Ah, ja, der Tresor. Den machen wir schnell noch. Ja, mach ihn. Ah, ja, schnell. Ne? Er geht aber. Er geht. Kennst du auch die Kombi? Nee. Jetzt mal gucken. Ah, die beiden. Dann ist es meistens wie so ein Muster. So okay. Wie diese neuartigen Handyverschlüsselungen. Nee, das oben links nicht. War der dritte. Oben links und dann müsste es eigentlich der sein, aber der war es eben nicht. Dann ist es vielleicht der? Nee. Den? Und nein, okay, dann drunter. Okay, welcher könnte es jetzt sein? Der? Was meinst du? Der mittlere? Fuck, natürlich. Oh, okay, jetzt ist kein Barry noch einer übrig. Ah, shit. Falsch. Der oben was? Oder der, welcher was? Oben? Den hatten wir schon. Nee, den einen da drunter noch. Den? Ja. Doofköpfe bei der Arbeit. Der war's. Nein, es war der drüber. Es war einfach der lächerliche drüber da. Jetzt ganz oben, jetzt ganz oben, jetzt ganz oben. Jetzt ganz unten. Ja! Das würde ich hier als Handy-Klingelton haben. Schön. So, das jetzt, Ding jetzt können wir gebrauchen. Doch nicht. Ich würde dem Braten hier noch nicht trauen. Müssen die noch in den anderen Raum drüber? Ups, den habe ich jetzt vergessen. Alter, wo? Der ist an die Tür gesprungen, der Licker, ne? Und da ist ein Zombie hier übrigens. Ja, die normale Pistole. Die wollen wir verschießen. Ja, genau. Okay, ich glaube nochmal eine in den Schädel. Leider kein Messer. Toll, oder? Das ist so schön. Könnte man sich wirklich. Also, es ist so hässlich, aber so schön. Der atmet. Hatte. Was ist der noch da? Ja, kam da gerade warme Luft aus seinem Körper? Nee, der ist nicht mehr da, ne? Der wird jetzt dann aufgestanden. So, dann. Ich würde den Licker wegbeimen, weil vielleicht liegen da wichtige Sachen auf der anderen Seite. Du musst ja jetzt bestimmt durchs Fenster durch, ne? In den Beobachtungsraum. Ja. Kreuz zu haben wir nicht. Versuch mal wieder lang, ganz langsam aufzustoßen mit gezogener Waffe. Also ich muss ja gar nicht so. Okay. Okay, ruhig schon. Da oben, über die. Willst du es wagen? Runter zu klettern, meinst du? Durchzuklettern? Ja, sobald ich in der Nähe bin. Kommt da ja runter. Ja, dann kill ihn. Nee, ich schaff's. Okay, geht die langsam, vorsichtig, wie die coolen Leute. Nein. Geil, er hat's nicht mitgecheckt. Hat sich schon mal gelohnt. Ah, 6, 2, 11. Haben wir schon benutzt? Haben wir schon benutzt, ne? Ja. Ist hier noch was? Nee. Zeig die Map was an. Jetzt frage ich mich mal, wenn ich jetzt hier renne, glaubst du, dann kommt er in die... Der kommt auf, oder? Du kannst gerne probieren. Ich renne einmal von hier nach da, ja? Nur um es zu wissen. Mach mal. Okay, es ist ein anderer Raum, also hier. Er kennt es einfach nicht, oder? So, ja. Weil es ein anderer Raum ist. So. La 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 la! La 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 la! Okay. Das triggert mich trotzdem, was du da machst. Könntest du ihn von da aus jetzt verschießen? Mein. Ja. Ja, aber da würde ich einen Schuss... Nee, okay, nee, ignorieren. Wenn du also zur Tür kommen kannst... Okay. Oh, Fiki. Ist er jetzt hinter mir? Der geht nicht durch die Türen, oder? Puh. Okay, schön gelöst. Ich will vielleicht nochmal saven dann, ne? Wenn wir das alles schon so gut gemacht haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass Mr. X auch noch da ist. Oh, ist er auch noch da? Ja, stimmt. Fiki Mann ist auch noch da. Mr. Triple X. So viel haben wir gar nicht mehr. Ein paar Minuten. Ne? Ja, nur noch 5 Minuten. Kann das denn sein? 23:10 Uhr steht hier. Wie, brauchen wir das jetzt direkt? Nee, wir kommen hier noch später, mal. Oder? Ja. Es ist ja in der Nähe, ist ja eine Kiste bei dem Asservatenkammerraum da. Ne? Wir müssen da rausholen. Brauchen wir jetzt nicht direkt.
Ich bin schon wieder vollgeladen. Speichern. Gregors Restaurant sollte es Soße geben namens Tzatziki. Die Tzatziki. Tzatziki, ja. Aber ein bisschen mehr von dem Tzatziki hier. Ja. Weil sie wollen nicht wissen, wie gemacht werden. Sie wollen nicht wissen, wie. Ist hausgemachte Rezept. Altes, ja. Familienrezept, genau. Ist hab ich von der Hand gelernt. Bitte nicht. Handgemacht. Bitte nicht, Gregor. Handgemachte Rezept. Und das Wichtige ist, wie du der Joghurt schüttelst. Ja. Und natürlich danach machst du die Kräuter drauf. Ja? Machst du die Kräuter, weil das gibt nochmal die kleine Kick. Lampe an jetzt. Ja, da ist das Brett. Geil. Ich lass es mal liegen, weil hier oben gibt es keine, ja, Fenster. Wahlsprung ist neu. Ah, hier ist das Zahnrad gleich. Auch noch nicht. Wollen wir erst? Nee, erst geradeaus. Raus ist es hier, ne? Oder? Nee, kommen wir noch. Okay. Wer erinnerst dich? Ah ja, das können wir eigentlich liegen lassen, wenn das Zahnrad hier noch ist, weil das können wir das nächste Mal ja direkt nehmen, ne? Ach, weil das um die Ecke ist. Ja. Weil das hier, glaube ich, ist. Genau, oder? Geh nochmal hin, damit es auf der Karte angezeigt wird, damit wir es nicht vergessen. Ah, nee, hier sind Zombies. Okay. Zombos bestimmt. Das sind Zombies, ja, hier vorne steht irgendwo einer. Ja, tragen müssen wir es nicht, oder wir mussten es zumindest beim letzten Mal nicht tragen. Weil es nimmt ja gleich sonst zwei Plätze weg. Ja. Brauchen wir nicht. Liegt hier noch was rum sonst? Irgendwo ist doch bestimmt noch ein Pulver. Auf jeden Fall, ja, hier um die Ecke. Irgendein Johnny was liegt noch. Ah, können wir aufmachen? Herz. Oh, Round. Und eine Herz. Jetzt kommt er da. Die normalen Pistolenschüsse, Frage ist, ob man den überhaupt töten muss. Komm, mach mal. Ja, warte mal kurz. Achso, so. Nö, ja, ich sehe dich. Ich sehe, was du da machst. Nicht das links, nehmen wir noch eine. Ne, Schattenkacke. Das ist eine Herztür hier, ne? Ah, die Teil 1. Da kannst du das hier schon mal einbauen. Genau. Oh. Auch direkt erschreckt. Ja, aber das ist typisch für diesen fucking Penner. Das ist wie diese Leuchtpuppe, wo dann beim zweiten Durchgang der Zombie ist, so wie vorhin, ne? Kannst du dich erinnern vielleicht noch? Ja. Beim zweiten Mal haben sie einen Zombie hingepackt, die Dreckschweine. Ein Stockwerk. Jetzt mal gucken, was hier ist. Hier kommst du wieder draußen. Wobei, ja. Ah, okay. Kannst du schon mal mischen? Misch ruhig, ja. Ich würde das Teil erstmal einbauen und erst danach runter. Was ist denn da unten? Ach, da ist ein Dach. Und dann geht's von da aus weiter. Ja. So. Gut, wir speichern und beenden dann auch. Mhm. Habe ich noch irgendwas zum Kombinieren? Nee, keine Möglichkeit. Gut. Doch! Ach nee, es sah so aus, als hätte ich noch zwei leere Fächer. Wir brauchen mal die Taschen. Die restlichen Taschen. Das liegt ja hier so mal auf Taschen. Sehr gut vorangehört. Es war mindestens das halbe Spiel, was wir geschafft haben. Ey, würde ich sagen, ohne Scheiß, mehr als die Hälfte. Wir haben hier richtig gut, der Dings, hier, wie heißt der, Fabian, wird sehr zufrieden richtig mit uns sein. Richtig Zeit für eine Pause. Genau, ja? Das passt es wunderbar zusammen. so, das alles zurück, den hier. Das Elektronikteil, okay, das war ein Fehler. Den auch, den lassen wir das. Ja, eigentlich können wir das alles so lassen. Ja. Okay. Das ausgepackt wird noch. Ja, komm. Kleines Bedroom voll hier für die Leute. Da ist das Schrankteil. Schaltschrankteil. Schaltschrankteil. So, und ein zweites suchen wir noch. Das war mein Spitzname an der Uni. Auch. Schaltschrank? Mhm. Schaltschrankteil. Okay, gespeichert. Wir haben es geschafft. Gregor, das war wundervoll. Ja, ich hoffe, dass morgen, wenn wir weiterspielen, morgen ist eine Aufzeichnung. Morgen, wir sehen es ein andermal. Dass dann der Fabian wieder da ist, wir werden nochmal anfragen. Du bist dabei, ich bin dabei. Ich werde versuchen zu kommen auf jeden Fall. Wir gucken mal, ob. Also ohne euch fange ich nicht an. Fabians Management, dann, ob die Zahlung durchgegangen ist oder nicht. Ne? Gucken wir mal. Ja. Fabian Management, der soll mal. Das ist der Eimer und Ehren. Ne? Der wird einmal gelobt, direkt geht das Ego durch die Decke. Das ist so.
Fabian Enterprises, da kommen wir nicht an. Fabian Enterprises, hallo, ja. Oh, ich weiß ja nicht, ob der Käufer heute Zeit hat. Ja. Er ist sehr ausgebucht, ja. Wir dealen in allen Dingen Fabian Käufer, ja. Fabian Käufer, ist ein, wir ist ein Motto. Hier bei Fabian Käufer Enterprises, wir sind käuferlich. Ja? Super. Ey, Fabian, wenn du jemanden suchst, der dich managt, da hast du offensichtlich jemanden, der hat, der die Zeit, die Motivation. Ich hab meinen Magister in Verprassen gemacht. Also als Grieche, da vertraut man einem gerne das Geld an. Ah, macht ihr nicht euren Magister in Verpassen und verpasst die nächste Session. Werdet ihr nicht. Alles findet ihr als VOD auch gerne auf Rocket Beans. Ein neues Ding neben Cold Opener. Macht mal hier die Abos. Ne? Siehst du? Da, Gregor, ein neues Ding neben Cold Open, dann ist nämlich auch, dass wir euch daran erinnern, dass ihr uns bitte unterstützt mit Daumen hoch, Abos, Klicky, Likey, Geili. Und wenn einer was Negatives sagt, alle Daumen runter dabei. Ja, der gehört aber sowas von Daumen runter. Wenn einer sowas sagt, von Daumen runter. Der Fabian, gut, dass der nicht da ist, dann aber die Daumen nach unten direkt. Ne? So, oder entscheidet euch. Können wir noch irgendwas forcieren? Nee, ich glaube, jetzt haben wir genug Druck gemacht. Mehr ist dann. Dann zerbricht es. Okay. Dann zerbricht uns das zarte Bande des Vertrauens. Ja, noch haben wir sie. Durch diesen krassen Skill, den wir gezeigt haben, haben wir sie noch. Und jetzt gehen sie gleich hin, geben den Daumen runter und so auf all die Negativkommentare. Ja. Aber wenn wir jetzt noch mehr fordern, hören wir hier auf. Chicken Burger hätte ich gerne. Den könnt ihr, ja, per Post, du kriegst ihn jetzt per Post zugeschickt. Oh ja, in Teilen, bitte. Bitte macht's nicht. Bitte macht's nicht. Erster Briefumschlag mit dem Ketchup. Das ist eine gute Idee, so wie diese Hefte, wo dann so Titanic in nur 875 Einzelheften. So ein Burger, ne? Und dann nimmst du einfach so den Umschlag und den bringst du so aus auf deinen Burger. Es gibt diese japanischen, wo du diese Mikroburger baust, die dann furchtbar schmecken. Alles andere Themen, Beispiele mit Bata. Ja, ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal.